Dieser Livestream wird präsentiert und unterstützt von Dietrich Personal Consulting, Klassikpartner des FSV Frankfurt. Ja, hallo und herzlich willkommen hier heute aus der PSD Bank Arena. Mein Name ist Jörg Meyerhorte und wir verbringen heute den Nachmittag hier bei dem einzig wahren Hessen Derby. Heute spielt der FSV Frankfurt von 1899 gegen die Kickers aus Offenbach. Ja. Da ist richtig Feuer drin. Das ist das wichtigste Heimspiel der Saison für den FSV Frankfurt und ich hoffe, dementsprechend wird die Mannschaft hier heute auftreten. Ja, wir sehen eigentlich ein Spiel, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Der FSV ist leider Gottes im Tabellenkeller gelandet. Momentan 17. Platz, spielt gegen die Kickers, die Vierter sind und die natürlich den Anschluss jetzt an die Spitze, vor allem an die Ulmer, nicht verlieren wollen, die gestern bei Stuttgart 2 gewinnen konnten. Genau, folgerichtig sieht auch die Punkteausbeute aus. Der FSV hat 16, Kickers haben schon 35. Und es ist das letzte Heimspiel der Hinrunde, das letzte Spiel der Hinrunde und folgerichtig ist das hier auch das letzte Spiel der Hinrunde, wie ich es gerade sagte. Wir erwarten hier heute ein Kracherspiel zwischen den beiden Mannschaften. Im Vorfeld gab es viele verschiedene Presseberichterstattungen. Ja, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Michael Görner beispielsweise ein Interview gegeben.
verschiedene Radiosender haben über dieses Spiel im Vorfeld berichtet, über die Brisanz, die dieses Spiel auch hat. Wir können jetzt schon sagen, die Ränge, vor allem bei den Gästen in der Gästetribüne, haben sich schon reichlich gefüllt. Hier sind viele Leute in roten Klamotten heute zu sehen. Ich habe auch schon ganz schön viel Polizei gesehen hier am Bornheimer Hang, so viel nicht mehr wie seit dem Spiel gegen Kassel. Hier ist also richtig, die Vorzeichen stehen auf Kampf und die Vorzeichen stehen auf Derby. Gute Nachrichten für den FSV. Unter der Woche konnte das Spiel in Griesheim gewonnen werden. Man ist damit schon mal eine Runde weiter als die Wien Wiesbadener im Hessenpokal, während die Kickers nächste Woche unter der Woche in Königsschein ran müssen, um die nächste Runde hier zu erreichen. Es sind noch 9 Siege bis nach Berlin. Das ist hier das Ziel, glaube ich, für alle am Bornheimer Hang. 9 Siege noch bis zum Endspiel des DFB-Pokals. Genau, ansonsten erwarten wir natürlich hier ein bisschen Vorberichterstattung. Ja, wir haben so ein bisschen Gegnercheck, wir haben so ein bisschen Startaufstellung. Wir haben auch gleich noch einen Gast da, und zwar Thomas Konrad. Der wird heute nicht spielen beim FSV, der Innenverteidiger. Und wir haben ihn hier zumindest für die Vorberichterstattung und die erste Halbzeit gewinnen können. Also er wird so gleich in so ungefähr 10 Minuten bei mir sein. Ansonsten, im Vorfeld könnt ihr euch natürlich immer noch das Stadionmagazin FSV Live angucken. Das findet ihr auf der Homepage, aber auch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook und Instagram. Diesmal gibt es ein Interview mit Robin Williams. Und eine Einschätzung hier zum Spiel gegen die Kickers. Ansonsten, was hat sich getan beim FSV? Beim FSV gilt jetzt hier tutti completi die 2G-Regel im Stadion. Das heißt, vorher war es ja so, dass die Südtribüne, Nordtribüne und Gegengerade waren 2G, Haupttribüne war 3G. Jetzt ist hier alles 2G. Die Inzidenz in Frankfurt liegt auch mittlerweile jenseits von Gut und Böse. Und wenn ich es hier so offen und klar sagen darf, ich rechne damit, dass es eines der letzten Spiele ist unter Zuschauerbeteiligung. Und da hat natürlich genau das Richtige ausgesucht. Nächste Woche geht es gegen Ulm. Vielleicht stehen da die Vorzeichen schon wieder anders. Und Mitte Dezember gegen Hoffenheim sehe ich ehrlicherweise ziemlich schwarz. Genau. Ansonsten erwarten wir heute, wie gesagt, dieses Kracherspiel hier zwischen den Blauen und den Roten. Und es sind noch 55 Minuten bis zum Anstoß. Ja, wir können gerne als nächstes die Highlights vom letzten Spiel machen, vom Elversberg-Spiel. Da haben wir die Highlights vorliegen und mit denen beginnen wir. Leider ist das Ergebnis von FSV nicht so gut gewesen, aber hier jetzt nochmal die Bilder vom letzten Ligaspiel im Saarland. Thank you.
und das waren die Highlights vom Spiel in Elversberg, wo der FSV noch zweimal ausgleichen konnte, aber schlussendlich dann 4-2 unterlegen ist. Neben mir jetzt Thomas Konrad. Hallo, grüß dich. Hi, grüß dich. Conny, kann ich sagen, oder? Conny, genau. Das ist so ausgezeichnet. So sagen die Jungs zu mir, ja. Gut, Conny. Du spielst die erste Saison beim FSV, hast auch die ersten Spieltage relativ durchgängig gespielt, seit dem 10. Spieltag jetzt nicht mehr. Genau. Leistenverletzung. Genau, ja. Am Schambein war es, das sich leider länger gezogen hat, als ich jetzt eigentlich gedacht habe. Und ja, ich kämpfe mich wieder ran. Ich bin jetzt auch wieder im Training und hoffe, dass ich jetzt Ende der Hinrunde jetzt nochmal, beziehungsweise jetzt nur kurz vor der Winterpause nochmal eingreifen kann dann. Das hoffen wir auch. Wie gefällt es dir bisher? Du hast ja schon mal einigen Vereinen gespielt. Du hast auch im Ausland gespielt, in Schottland, ja. in Liechtenstein, bei Vaduz. Wie ist das hier zu spielen beim FSV? Du meinst, du bist ja wirklich viel rumgekommen dann. Ja, es ist ein bisschen wieder so back to the roots mäßig, weil ich habe ja früher hier dann auch schon meine ersten Spiele bei der zweiten Mannschaft vom KSC dann gemacht und so die ersten Schritte dann im Regionalliga-Fußball gemacht. Ja, und es ist ein bisschen wieder zurückkommen. Ich wohne jetzt wieder in der Heimat, pendel zwar die Strecke, aber ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl und ja, also alles super. Das ist gut. Reden wir ein bisschen darüber, weil du hast ja doch einen außergewöhnlichen Weg gehabt. Du bist ja aus Osnabrück, dann ist der Vertrag dann nicht mehr ausgelaufen, soweit ich weiß. Genau. Hast dann ein Jahr lang nicht Profifußball gespielt, jetzt genau. Wieder doch. Wie war das, nach einem Jahr wieder einzusteigen und wie hält man sich so ein Jahr lang dann fit, wenn man den Vorsatz hat, doch nochmal zu spielen? Also es war ja so, dass ich Ende meiner Vertragszeit in Osnabrück dann verletzt war und dann so über den Sommer erstmal nichts bekommen konnte, weil ich einfach nicht fit war. Und ja, man versucht sich dann so ein bisschen auch abzulenken vom Fußball, so ein bisschen wegzukommen. Ich habe viel für mein Studium dann in der Zeit gemacht und habe dann trotzdem immer mal wieder bei anderen Vereinen wieder fit gehalten. Dann war ich einmal hier, dann wieder in Frankfurt, habe dann hier wieder ein bisschen mittrainiert. Aber ich bin trotzdem froh, dass diese Zeit jetzt erstmal vorbei ist, dass ich jetzt erstmal wieder einen geregelten Tagesablauf habe, ohne dass ich mir morgens mal überlegen muss, okay, jetzt mache ich was für die Uni, jetzt trainiere ich da, gehe ich da laufen. Deswegen bin ich schon froh, dass dieses Jahr jetzt rum ist und dass ich jetzt einfach wieder regelmäßiges Training habe und spiele, wenn es gut läuft in der Verletzung. Was studierst du da genau? Sport Business Management. Oh, die große Kunst hier. Die große Kunst. Einige hier studieren. Heute Gegner sind die Kickers. Ja. Die spielen wie die letzten Jahre auch um den Aufstieg mit. Ja. Hast du schon am Biberberg gespielt? Ja, aber es ist auch schon sehr, sehr lange her. Das war auch vor meinen Fußballreisen. Damals noch mit Trier habe ich damals noch dort gespielt. Ja. Schönes Stadion, aber hier gefällt es mir besser. Ja, sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. Ja, wir erwarten nämlich heute hier die wirklich starken Kickers, die 7 der letzten 8 Spiele gewinnen konnten. Ja. Unter anderem natürlich auch mit so Ausrufsiegen wie man hat 4-0 Steinbach nach Hause geschickt. Man hat, glaube ich, nur in Asbach verloren. Und das nur, also mit einem Torunterschied 3-2. Ja. Ansonsten sind die hier bockstark, kommen hier mit einer breiten Brust dran. Und gegen die wird es heute zu bestehen gelten. Du warst ja, du bist ja dann, wenn du wieder im Training auch bist, ja wieder nah an der Mannschaft dran. Wie ist die Stimmung? Also wenn man die Tabellensituation betrachtet, ist es eigentlich erstaunlicherweise sehr gut, die Stimmung. Ich glaube, wir können alle nicht zufrieden sein, wo wir momentan stehen. Und auch die Ergebnisse in den letzten Spielen sind einfach wirklich nicht zufriedenstellend. Aber trotzdem, so der Teamgeist stimmt. Es ist nicht so, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen, sondern das stimmt schon. Wir müssen uns bloß wieder so hinbekommen, dass wir am Wochenende wieder die Ergebnisse einfahren. Und wieder die Ergebnisse einfahren, um da endlich unten rauszukommen. Richtig. Und hier sehen wir jetzt mittlerweile auf dem Platz den Kapitän Daniel Endres, der sich hier zum Warmmachen rauskommt. Mojcinovic wird heute auf der Bank Platz nehmen. Egges, wie man ihn nennt. Ja. Ne? Egges ist ehemaliger Offenbacher, quasi ist ja eine Offenbacher Legende. Ja. Man muss auch sagen, ich bin immer auch der Meinung, wenn er ein bisschen größer wäre, hätte er auch höhere Ligen gespielt. Er ist leider ein bisschen klein geraten. Ja, für einen Torwart schon, ja. Aber ich habe schon viele Torhüter auch in meiner Karriere gehabt, die auch nicht so groß waren. Dafür, Egges ist ja ein unfassbar guter Spieler. Also mit dem Ball am Fuß. Und im Aufbauspiel ist es ja wie ein weiterer Feldspieler, deswegen können wir schon sehr, sehr zufrieden sein, dass wir so einen Torhüter bei uns hier drin haben. Und er ist natürlich halt einfach auch ein wichtiger Spieler für die Mannschaft als Kapitän. Lautsprecher geht immer vorne weg. Ich bin schon froh, dass wir ihn haben. Ja, reden wir ein bisschen über deine Zeit. Mich interessiert vor allem deine Zeit in Schottland. Da hast du 60 Spiele gemacht und hast das einzige Tor gemacht in deiner Karriere. Du bist jetzt nämlich nicht so, also ich meine so der Gottwald und der von Schrötter, die momentan Innenverteidigung spielen, die sind da deutlich torgefährlicher als du. Ja, aber es stimmt nicht. Deine Statistik stimmt leider nicht. Also ich hab 2 Tore in der Schweiz, in Schottland gemacht. Ach ja. Und in der zweiten Liga in der Schweiz habe ich 4 sogar gemacht. Oh. In einer Saison. Erste Liga Schweiz habe ich leider nicht getroffen, aber du hast recht, ja.
Ich ruf gleich bei transfermarkt.de an und sag, dass die Statistik falsch ist. An meiner Talkrunde kann ich schon noch ein bisschen arbeiten. Das mache ich dann, wenn ich jetzt wieder zurückkomme. Ja, vielleicht kommt das ja nochmal wieder. Genau. Oder so über. Oder ja, das aber stimmt. Es ist natürlich für den Innenverteidiger schwierig. Vor allem die also sowohl Gottwald als auch von Schrötter sind einfach ja auch stark in den Standardsituationen. Ne? Die machen absolut, ja die Tore nach Ecken und solche Sachen. Absolut. Ja, wobei Lukas Gottwald ja eher mit dem Fuß eigentlich die Tore gemacht hat. Aber Lenny ist schon sehr, sehr kopfballstark, das muss ich schon sagen. Also einer, der da voll reingeht. Ja, ich glaube, die haben ja auch schon insgesamt 5 Tore schon zusammen gemacht. Das ist nicht so schlecht für ihn. Unheimlich physisch und der Gottwald hat der zweimal getroffen hier aufs linke Tor. Einmal mit so einem richtig strammen Schuss und einmal hat er den da am Torwart vorbeigelegt mit dem Schienbein. War schon eher eine Kategorie, ja, ein bisschen Glück muss auch mal dazugehören. Ja, das gehört auch dazu, ja, absolut. Aber von Schrötter, wir sagen hier oben immer, er kickt auf die Knochen, weil er unheimlich physisch ist und weil er dann auch immer auch einstecken darf, weil er auch gut austeilt. Ja. Und das werden wir heute bestimmt hier auch wieder beobachten. Mit Sicherheit, ja. Also so ein Derby ist eigentlich so ein typisch dafür, dass es hier ein bisschen auf die Knochen geht. Richtig, der FSV wird heute auch in Sondertrikots spielen. Hast du dich unten in der Kabine sehen können schon? Warst du in der Kabine vorm Spiel? Ja, ich war gerade eben kurz vor der Besprechung und habe ich jetzt mal alleine gelassen. Ich habe das Trikot auch schon gesehen. Ich habe auch mein Trikot gesehen. Es ist ein bisschen traurig, dass es heute nicht von mir hier ein bisschen auf dem Platz hier herumgeführt werden kann. Ich glaube schon, dass es für ein spezielles Spiel einfach ein spezielles Trikot ist und ich finde es nicht so schlecht. Absolut. Ja, ansonsten, wir können noch mal kurz über das Wetter reden, wenn mir nicht so einfällt. Nein, aber heute ist ein richtig trostloser Tag hier eigentlich in Frankfurt. Es sind so 10 Grad, würde ich sagen, 8 bis 10. Wir haben ja auch Decken mittlerweile, aber wenn man hier 3 Stunden sitzt, dann frieren einem irgendwann die Beine weg. Das ist immer irre. Was erwartest du heute für ein Spiel? Wie hat sich die Mannschaft im Training vorbereitet auf dieses Spiel? Wir haben viele, viele Zweikämpfe diese Woche gehabt. Einfach nur, weil wir auch wissen, dass es heute darauf auch sehr ankommen wird. Viele Standards haben wir auch trainiert, weil es einfach unsere Stärke ist. Und wir wissen auch, was auf uns zukommt mit den Offenbachern. Die Mannschaft ist ja bekannt, man kennt viele Spieler und wir wissen, dass sie auch vorne wirklich brandgefährlich sind mit Bocic oder auch Fetch. Ich weiß nicht, ich habe dich aufstehen jetzt noch nicht gesehen. Sehr, sehr intensives Spiel. Kraftzehren wird es auch sein. Ich weiß nicht, wie der Platz ist, aber wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Aber ansonsten ja in einem guten Zustand. Ja, genau. Aber der wird heute schon umgepflügt werden wahrscheinlich. Ja, ich konnte im Vorfeld ein bisschen mit den Leuten hier von dem Kickers-Fanradio sprechen und die sagten vor allem Hüseyin Basic wäre so das Juwel bei denen. Der ist 20, später auf der offensiven Position. Die spielen ja in so eine Grundformation 4-1-4-1 und spielen dann in der Regel mit dem Fetch neben dem Hüseyin Basic. Ja. Und das klappt echt gut für die Kollegen, muss man sagen. Genau, ja. Und mit Stefan Flauder, der Torhüter, den habe ich auch mal zusammengespielt in meiner kurzen Station bei Viktoria Berlin. Auch ein sehr, sehr guter Torhüter. Vor allem halt ein absoluter Leader. Ist ja auch der Kapitän von denen. Also die haben schon eine gute Truppe, wenn man da die Liste, die Namenliste durchgeht, dann ist es schon nicht so schlecht. Ja, wir fordern aber auch keine schlechte Truppe und ich glaube, wir müssen uns heute hier nicht gegen die Kickers verstecken. Absolut nicht. Das muss man klar sein. Absolut nicht, ne. Warst du in Griesheim beim Pokalspiel? Nee, leider nicht. Das war mir dann doch zu spät, abends dann nochmal so später hinzufahren. Sonst bin ich aber eigentlich bei jedem Spielen, also zu Hause und auswärts. Aber ich hoffe natürlich jetzt, dass ich bald wieder mich nicht mehr um meine Anreise selber kümmern muss, sondern dass ich wieder im Teambus mitfahren kann und wieder normal spielen kann. Das wäre schon nicht so schlecht. Ja, wir hatten das letzte Mal den Ihab Davich hier und der sagte auch, er versucht eigentlich alle Spiele da mitzumachen, auch wenn man verletzt ist, aber es gelingt halt immer einfach auch nicht. Ne? Ich glaube, Steinbach war das Spiel davor, der war einfach nicht hingefahren und gab das dann hier auch eiskalt zu. Ja. Aber ich habe es auch nicht nach Griesheim geschafft, deswegen macht ihr da mal keine Sorgen. Vor allem ist es schwierig für mich, dann das Spiel von der Tribüne aus anzuschauen und nicht mit einzugreifen. Das ist schon echt nochmal eine Nummer härter, das dann zu sehen und so ein bisschen machtlos zu sein, was passiert. Deswegen. Ja, das ist immer, wenn wir sagen, sollte sagen auch mal viel Spaß und viel Glück und dann sage ich immer, ich bin für den Spaß hier nicht zuständig. Ja. Ich bin davon abhängig, dass andere Leute hier Spaß machen. Jo. Ja, wir wollen mal ein bisschen auf den gestrigen Spieltag eingehen und auf die aktuelle Tabellensituation. Schauen wir mal in die Regionalliga Südwest. Hier sehen wir nochmal auch mal das Stadion in der Totalen, während die Regie jetzt hier gleich die Einblendung vornehmen wird. Das ist der 19. Spieltag so bisher. Asbach gegen Koblenz ist abgesagt worden. Dann hat Homburg für mich ein bisschen überraschend gegen Elversberg im Saarland-Derby gewonnen. Steinmach-Hoffenheim 2, trennen sich 3-3. Für mich Steinmach so ein bisschen
waren nach so 10 Spieltagen ganz oben auf, ja, und haben es jetzt so ein bisschen aus den Händen geglitten. Vor allem, ja, so, ich glaube, diese 4-0-Niederlage in Offenbach, die hat denen echt so ein bisschen. Ja, das sind ja wirklich eine sehr gute Truppe mit einem sehr, sehr guten Trainer auch. Aber dann, ja, die Ergebnisse haben gezeigt, dass sie vielleicht doch nicht dann so auf dem Niveau sind von den absoluten Spitzenmannschaften, wie jetzt vielleicht Elversberg, Ulm oder Offenbach. Ja, aber es wird sich zeigen, ne, die Saison ist noch lange und ich glaube, die hatten jetzt auch eine Phase, wo sie relativ viele Spiele gewonnen haben. Also in der Liga ist wirklich alles möglich, ne, wenn man die Ergebnisse anschaut, da kann wirklich jedes Wochenende kann alles passieren. Und ja, genauso wie heute bei uns im Derby, klar, natürlich, die Tabellensituation ist eigentlich schon eindeutig, aber ich denke, warum sollten wir das Spiel heute nicht gewinnen? Auch. Richtig, hier sehen wir nochmal die Tabellensituation. Ja. Der FSV vor Spieltagsbeginn noch 17., jetzt 18., weil Gießen das andere Hessen-Derby, ja, gewonnen hat gegen Kassel. Deswegen hat sich da die Tabelle ein bisschen bewegt. Ulmer noch ein Spiel weniger als die anderen, weil ihnen das Spiel gegen Rot-Weiß Koblenz fehlt. Ja, es tut ein bisschen weh, die Tabelle anzuschauen, uns da zu sehen. Mit dem Wissen, was die Mannschaft einfach für eine Qualität hat, ja, ich glaube, wir müssen wirklich schnellstens dafür sorgen, dass wir das auch auf den Platz bekommen und dass wir uns auch die Punkte einfach holen, die Spiele, die wir einfach auch gewinnen müssen, einfach auch gewinnen. Also wir haben auch jetzt in der ersten Phase der Saison viele, viele Spiele einfach auch hergeschenkt und hergegeben, die wir so in der Rückrunde einfach nicht mehr machen dürfen. Ja, also ich war auswärts zum Beispiel bei Schott Mainz. Ich weiß nicht, hast du, glaube ich, gespielt, ja, sogar. Ja, gespielt, ja. Was eigentlich kein gutes Spiel war, wo man mit Mühe und Not gegen 10 Leute gerade, ja, so ein 1-0 rausholen. Eine Mannschaft, die man eigentlich, ohne jetzt den Schottern zu nahe treten zu wollen, von vorne bis hinten dominieren muss. So. Ja, das stimmt, aber ich meine, Schott Mainz, die haben auch schon ihre Punkte geholt. Ne? Ich meine, die haben gegen Hoffenheim gegen Hoffenheim sogar gewonnen. Gegen Elversberg hat sich unfassbar schwer dort getan. Also ja, ich denke, dass man sich wirklich über jeden Punkt, jeden Sieg hier wirklich freuen sollte. Was nicht einfach ist, einfach. Und hier sehen wir jetzt, wird auch laut hier auf der Nordtribüne, denn die Mannschaft aus Offenbach betritt jetzt hier den Rasen zum Aufwärmen. Noch ungefähr 14 Minuten bis Anstoß. Wir haben noch keine Aufstellung hier. Hoffentlich ändert sich das gleich mal, damit wir auch darüber vielleicht noch im Vorfeld ein bisschen reden können. Wir rechnen damit, dass vor allem die Innenverteidigung interessiert uns heute sehr bei den Kickers. Ja, denn sowohl Karpstein als auch Chana als auch Okungbowa sind verletzt raus. Also es gibt, theoretisch könntest du da heute auch Innenverteidigung spielen, vermutlich, so fit wie du bist. Aber ja, Rot steht dir nicht, ne? Ja, das falsche Team. Das, ja, richtig. Ich will nicht spielen, aber wahrscheinlich ja. Aber ich spiele dann lieber doch für die Blauen, beziehungsweise heute in unseren Sondertrikots, das spielt lieber für unsere Mannschaft. Für die Schwarz-Weißen heute. Absolut. Wir haben jetzt auch eine Aufstellung. Ja. Breitenbach wird vermutlich die Innenverteidigerposition halt spielen. Das haben jetzt zumindest die Kollegen aus dem Fanradio, ja, gesteckt. So aus, ja. Und dann erwarten wir hier, aber da kommen wir später zu, wenn wir die Aufstellung dann verkünden. Und hier kommt die Mannschaft des FSV Frankfurt unter den zahlreichen Pfiffen der Gästefans auf den Rasen. Schauen wir können ja kurz schon mal einen Blick werfen auf die Aufstellung. Wir haben eh genug Leute, die später das einschalten. Ja. Gibt es für dich eine Überraschung? Hoja spielt zum Beispiel und Podenski. In unserem, nee, also jetzt, dass ich halt die ganze Woche bei der Mannschaft war und mittrainiert habe, ist es für mich natürlich nicht überraschend. Ja, ich glaube, dass wir im Pokal auch schon so ähnlich gespielt haben und mit Aliyu, ich weiß gar nicht, ob Aliyu das letzte Spiel nicht, glaube ich, das letzte Spiel nicht gespielt in der Liga. Oder liege ich da falsch? Nein, ich weiß gar nicht. Doch, hat gespielt, meine ich. Hat gespielt? Er wurde eingewechselt, ja, genau. Ja, und jetzt rückt er ja rein in die Innenverteidigung und von Schröter wird dann als Rechtsverteidiger dann spielen. Ja, auf jeden Fall haben wir da ein bisschen Größe und ein bisschen auch Geschwindigkeit auch hinten drin. Also ist, glaube ich, schon nicht schlecht, weil viele Kopfverduelle werden uns ja wahrscheinlich erwarten, wenn dann mit Bosic oder auch Fetsch dann spielen. Das sind schon zwei Spieler, die viele auch über die langen Bälle kommen. Deswegen wird uns das auf jeden Fall gut tun. Von der Aufstellung wird der FSV, also von der Grundformation, doch eher 4-2-3-1 spielen, weil Hörst auf der Bank sitzt und Gütschlü heute starten wird. Franjic dahinter auf der 10. Genau, ja. So, und dann links und rechts mit Reuter. Offensiv. Genau, Podenski und Hoja auf der 6. Azog und Manga waren jetzt noch ein bisschen angeschlagen. Und ja, deswegen werden die halt dann eher die Joker-Rolle heute einnehmen. Genau, aber da kommen wir gleich nochmal in so eine Viertelstunde vorm Spiel zu. Wir haben gleich auch noch einen 5 Minuten Tommy Brendel unten. Okay. Der müsste gleich bei Henry stehen.
Tommy Brendel, interessante Statistik gegen die Kickers, 3 Spiele, 3-mal unentschieden. Okay. Letzten Saison waren es ja 2 trostlose 0-0s, sowohl bei den Kickers als auch hier, die eigentlich auch relativ nah beieinander lagen zeitlich, die Spiele. Ich glaube, das eine war im März, das andere war im Mai. Okay. Die lagen, dadurch, dass sie durch diese Corona-Verschiebungen hin und her bei den Spielen, haben die relativ eng aufeinander gespielt. Ja. Was macht das mit einem, wenn man 4-2-3-1 spielt gegen 4-1-4-1? Jetzt kommen die ganz hohen Fragen hier. Wie spielst du mit 2 defensiven Mittelfeldspielern gegen so eine Viererlinie? Ja gut, im Endeffekt bist du ja dann fast Mann gegen Mann. Also du hast ja deine 2 Sechser, die 2 offensiven Achtern von denen eigentlich aufnehmen können. Ja, es wird für den Spielaufbau von uns wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein, weil es nicht einfach ist, flach durch die 4 offensiven durchzuspielen. Aber wir haben uns da eigentlich im Training was überlegt, wie wir da am besten durchkommen, und werden mal sehen, wie es dann heute klappt. Aber sonst, ja. Wird auch viel gepresst, glaube ich. Ich glaube, die werden mit der Viererreihe viel Druck machen. Oder glaubst du, die werden sich weiterhin reinstellen und sagen, wir wollen den Ball erobern und wollen dann den Raum auch nach vorne haben? Nee, wir erwarten schon, dass sie eigentlich auch uns zustellen werden und versuchen, Druck zu machen. Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sich groß hin reinstellen werden und uns den Ball überlassen. Ja, ich denke schon, dass es von Anfang an ein sehr, sehr intensives Spiel wird. Viele Zweikämpfe, wahrscheinlich vielleicht auch viele Ballverluste, weil es einfach wirklich total eng sein wird. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, der FSV muss dann, vor allem wenn sie mit Hoca und mit Bodensky auf der 6 spielen, den Spielaufbau halt wirklich über die Außen durchziehen. Ne? Also da müssen Überzahlsituationen auch entstehen, da müssen von Schrötter und Williams auch einfach viel laufen. Das sind laufintensive Spiele für die. Ja. Weil ansonsten werden Sommer und Reuter vorne ziemlich verloren sein. Ja, das stimmt, ja. Ja, wobei Trent Hoca ja wirklich ein sehr, sehr guter Fußballer ist, wenn er den Ball am Fuß hat. Ist ja auch, glaube ich, ein ehemaliger Kickers-Spieler. Ja. Deswegen, wenn er sich den Ball abholt, dann können wir über ihn schon unser Aufbauspiel machen. Aber ja, wir werden sehen, wie es dann im Endeffekt dann aussehen wird. Mal schauen, was sich bei den Trainern überlegt haben, die ja beide quasi die Nachfolger von Angelo Balletta sind. Stimmt. Die Ironie dahinter, ja, dieser Geschichte. Während die Temperaturen hier langsam abnehmen, das Flutlicht wurde jetzt hier auch angemacht, weil es wirklich diesig ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gleich ein bisschen regnen wird. Während sich die Blöcke langsam füllen. Der Kickers-Block ist... so viele Gästefans habe ich die Saison noch nicht hier gesehen und ich glaube auch seit langem hier nicht mehr gesehen, auch einfach durch Corona bedingt. Beim FSV sieht es noch ein bisschen mager aus. Bitte beeilt euch, wenn ihr schon auf dem Weg ins Stadion seid, aber ihr werdet das ja nicht hören, wenn ihr hier nicht heute hingehen solltet. Mich interessiert doch nochmal diese Zeit in Schottland. Wie war das, nach Schottland zu wechseln? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach Schottland zu wechseln? Ja, also es war an sich was wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, eigentlich fast mit die schönste Zeit in meiner Karriere. Es kam eigentlich zustande über einen ehemaligen Mitspieler von mir bei Eintracht Trier. Es war dann so, dass ich so ja, gegen Ende der Trierzeit überlegt hatte, ob ich vielleicht einfach studieren soll und einfach ein bisschen freizeitmäßig Fußball spielen werde. Und ja, er hatte mich dann gefragt, ob ich Lust hätte auf ein Probetraining bei einem schottischen Verein. Und für mich war das dann erstmal so, oh, es war wirklich schon weit weg. Und ich dachte so, okay, ich habe mit meiner Familie darüber gesprochen und habe gesagt, komm, dann probier es einfach. Es wäre dann noch schon mal die letzte Chance, nochmal Profifußballer zu sein. Und ja, ich bin dann damals mit einem anderen Deutschen, mit dem Luka Tankulic, der jetzt bei SV Meppen spielt, sind wir dann ins Trainingslager zu den Schotten geflogen, nach Ungarn. War dann eine Woche dort. Und das war schon wirklich eine andere Art von Fußball, muss man wirklich sagen. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es hat einfach auch für beide Seiten dann gepasst. Es war dann so, dass der amerikanische Investor dann aber nochmal uns spielen sehen wollte. Der Trainer hat gesagt, ist alles super. Und ja, da haben wir dann ein Testspiel gehabt gegen Manchester City. Und, ja, also, obwohl doch damals waren die auch schon so hochgekauft. Damals, ne? Waren die auch gut, ja. Da war dann Negredo und Nasri im Sturm im Spiel gegen die. Gegen die hast du gespielt? Ja. Witzigerweise, 2 Wochen vor habe ich noch überlegt, ob ich studieren soll und ob ich dann einfach bei mir im Ort noch ein bisschen oder in der Nähe noch ein bisschen Fußball spielen soll. Wir würden dich mal kurz unterbrechen, ja, weil Tommy Brendel, dein Trainer, jetzt unten bei Henry, okay, bereitsteht und geben ab zu Henry. Tommy. Derbyzeit bei uns am Bonheimer Hang. Was herrscht bei dir eher vor? Vorfreude, Anspannung? Nimm uns mal mit so ein bisschen in deine Gefühlswelt. Ja, beides, glaube ich. Ne? Vorfreude und Anspannung. Ja, leider war es ja in der Vergangenheit so, dass wir gegen Offenbach auch unter Ausschuss der Öffentlichkeit spielen mussten. Ja. Die Ergebnisse aber gut waren.
Ich glaube, die letzten drei Begegnungen konnten wir zwei Unentschieden spielen, sogar eins gewinnen. Und da wollen wir natürlich dran anknüpfen, dass es heute ein schwerer Tag für uns wird, ein schwerer Gegner wird, das ist aber klar. Wie, bist du kein Schalker? Das ist die letzten Schalker drei gewesen. Spiele auch sogar zu null gespielt. Wird das auch heute wieder der Ansatz sein, erstmal hinten die Null zu halten? Schalke-Spieler. Ja, auch nach unseren letzten Auftritten, wo wir dem Gegner dann auch einfach zu viele Möglichkeiten gegeben haben und auch teilweise die Tore auch geschenkt haben, ist es heute wirklich so, dass wir gut verteidigen müssen. Das ist klar. Wir dürfen uns auch nicht verstecken, wir müssen mutig sein. Und das habe ich der Mannschaft auch mit auf den Weg gegeben. Vor allem auf der Doppel-6 gab es eine Umstellung jetzt auch zuletzt. Fabian Budenski und Dren Hoccia, die da jetzt spielen, die es, wie ich finde, vor allem gegen Griesheim relativ gut gemacht haben. Wie war da dein Eindruck? Ja, deswegen spielen sie auch heute. Ne? Wir haben ja schon gegen Elversberg in der ersten jetzt Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, sind auch viel unterwegs gewesen. Jetzt besser. Der ausschlaggebende Punkt ist auch, dass wir mit Dennis Mangasic und Asuak ja beide Spieler noch nicht auf der Höhe haben. Die sind erst seit kurzem im Training, die Pause war einfach zu lange. Um sie einfach von Beginn an spielen zu lassen. Das wäre auch den anderen ungerecht gegenüber gewesen. Und deswegen hoffe ich, dass die beiden es gut machen heute wieder und dass wir dann von der Bank nochmal nachlegen können. Die Wichtigkeit von dem Spiel brauchen wir, glaube ich, nicht thematisieren. Wenn wir jetzt die Ergebnisse von gestern gesehen haben, Gießen auch wieder gewonnen. Gibt es dem Ganzen nochmal eine Besonderheit, dass es wirklich richtig um was geht? Gerade wenn man letztes Jahr gesehen hat, das zweite Spiel war ja eher dann so, beide waren schon so quasi im Ziel. Dieses Jahr geht es ja wirklich richtig um was. Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja die letzten Spiele sag ich mal, punktemäßig gut bestreiten können, obwohl wir eigentlich gut gespielt haben, zum Schluss aber mit leeren Händen dagestanden sind. Und die Spielweise ist teilweise sehr in Ordnung, die Ergebnisse passen momentan nur nicht dazu. Und da müssen wir uns natürlich steigern. Wir haben ein unglaublich schweres Programm hintereinander jetzt gehabt und nach Offenbach kommt ja noch Ulm. Und wir müssen gucken, dass wir da Punkte mitnehmen, Bonuspunkte auch mitnehmen und vor allen Dingen auch gegen die Mannschaften punkten, gegen die wir auch punkten müssen, die mit uns da unten rumspielen. Ne? Wir müssen ein Erfolgserlebnis haben, wie man es so schön auch sagt und warum nicht gegen Offenbach, ja. Danke, Tom. Gerne. Ja, vielen Dank an Henry und an Tommy Brendel, die natürlich nochmal herausgearbeitet haben, wie wichtig dieses Spiel heute ist und was für eine Signalwirkung auch davon ausgehen kann. Also du hast gegen Nasri gespielt, ich möchte das nochmal kurz... Diesen Faden nochmal kurz zu Ende aufnehmen. Ja, also es war schon wirklich witzig dann eigentlich, weil ich ja gesagt zwei Wochen davor habe ich noch überlegt, okay, was mache ich jetzt, ne? Das Trier wird fertig sein und dann spielst du dann wirklich gegen so eine Mannschaft und im Endeffekt haben wir sogar 2-0 gewonnen, also wirklich unfassbare zwei Wochen und ich habe dann auch mit dem anderen Deutschen zusammen dann auch relativ schnell unterschrieben und ja, also die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, diese Fußballverrücktheit in diesem Land, war wirklich, wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ja, du hast ja schon gesagt, ich habe, glaube ich, 69 Spiele in zwei Jahren gemacht. Es ist halt so, wenn du halt hier alle drei Tage spielst, dann kommst du halt auch auf eine gewisse Zahl dann. Aber es war wirklich schon sehr, sehr, sehr gut, ja. Froh, dass ich es wirklich gemacht habe dann. Das klingt total spannend. Ey. Also ja, absolut. Ein Freund von mir, mit dem ich studiert habe, der hat Landesliga, glaube ich, oder eine höhere Liga in Bayern gespielt während des Studiums. Und der musste immer mal gegen Luca Toni verteidigen, weil sie den irgendwie bei Bayern 2 im Aufbautraining hatten. Mhm. Ja, besten Dank, sagte der auch. Aber gar nichts gegen den zu holen. Ja, das sind ja, immer das solche wobei, Geschichten. In diesem Spiel war es dann so, dass ich dachte, eigentlich ist es nicht so schwer, gegen die zu spielen. Aber ein Jahr später hatten wir dann ein Testspiel gegen Everton. Da war dann Romelu Lukaku mein Gegenspieler. Das war dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Das war dann, der schiebt dich einfach durch die Gegend, oder? Ja, der ist nach hinten gefallen. Ich konnte ihn gar nicht aufhalten. Der ist einfach auf mich draufgefallen. Aber ja, der könnte schon tolle Erfahrungen, ja. Der könnte auch so D-Liner im Football spielen. Der schiebt einfach Leute durch die Gegend, das war's. Das stimmt, das ist echt so. Das war schon faszinierend. Oder auch Virgil van Dijk hat ja in der Zeit dann bei Celtic gespielt. Und wenn du dann bei den Ecken, ich musste nicht direkt decken, aber wenn er dann neben dir an der Ecke stand, dachte ich schon, wow, das wird schwer wahrscheinlich, wenn da jetzt ein hoher Ball kommt, den zu verteidigen. Aber ja. Ja, klar. Gut, wir haben jetzt nochmal ein paar, um uns hier nochmal positiv auf das Spiel vorzubereiten. Wir haben nochmal einen Rückblick auf das letzte Heimspiel mit Toren. Ja. Das war nämlich am 13.03.2019. Und das war ein ganz besonderes Spiel, oder Henry? Ja, ganz genau so sieht's aus, Jörg. Wir springen zurück in diese denkwürdige Saison 18-19 und pünktlich um 19.30 Uhr pfiff Schiedsrichter David Scheuermann das Derby in der PSD. Wir haben auch noch einen Gegnercheck gleich, ne? Und dieses Derby bot eben alles. Also genau, wir zeigen jetzt das. Mhm. Dann haben wir gleich so einen Gegnercheck, der ist vorbereitet. Da wird so ein bisschen Taktik gezeigt und ein bisschen der Gegner. Und dann machen wir so einen Loop, sage ich immer. Dann begrüßen wir nochmal alle. Wir gehen nochmal in Anführungsstrichen von vorne, also sagen nochmal, und dann gehen wir auch auf die Aufstellung ein, so 10 Minuten vorher. Weil wir ganz viele Leute schalten ja nicht alle eine Stunde vorher ein. Ja, Chef-Trainer Alexander Konrad unter.
Ja, zweimaliger Torschütze in der Partie war ein alter Bekannter, Mann, der junge Jake Hurst. Ja, Jake, ne, mit seinen zwei Toren. Im Rückspiel dann. Hat er vermutlich auch mal erzählt, ne? Wir vieles besser machen. Jetzt gleich diese Straubbude, ist total großartig. Partie, die ihre ganze, das ist ein richtiger Straub, in der Schlussphase so wirklich entfaltete. Beide Mannschaften hatten immer wieder Möglichkeiten, wie hier zum Beispiel der ehemalige FSV-Stürmer Vito Blut nach einer Ecke von Steffen Straub. Blut traf damals nur das Außennetz, doch das war sowas wie der Weckruf, diese Chance für den FSV, denn dann nahm das Spiel so richtig an Fahrt auf. Wir lassen die Szene einfach mal weiterlaufen. Der Abschlag musste wiederholt werden. Und Daniel Endres, noch so ein alter Bekannter jetzt hier am Hang, schlug den Ball in die Frankfurter Hälfte. Der wurde von einem Offenbacher verlängert und Ex-Kapitän Notnagel klärte den Ball. Blut, der nutzte die Unachtsamkeit des Offenbachers Lofritsch. Er kämpfte sich das Leder und lief fast bis auf die Grundlinie und brachte das Spielgerät dann flach in den 16er. Zwar war dann Vetter am Ball, aber der konnte den Ball nicht so wirklich unter Kontrolle bringen, sodass Steffen Straub sich der ganzen Sache annahm und den Ball ins Offenbacher Tor spitzelte. 1:0 für den FSV war es dann, 74. Spielminute, und die Emotion, die begann so langsam auf und neben dem Feld zu füllen. Zehn Minuten nach der FSV-Führung dann dieser Angriff der Offenbacher über die linke Seite. Der Ball kommt hier von Vetter zu Reinhard und Jesse Sirk. Ja, der geht hier mehr als unglücklich. In diesem Zweikampf, Schiedsrichter Scheuermann, blieb gar keine andere Wahl, als hier auf Strafstoß für den UFC zu entscheiden. Serkan Firat nahm sich der Sache an und donnerte das Spielgerät aber sowas von in den Bornheimer Nachthimmel. Natürlich zur Freude aller FSV-Anhänger. Die Stimmung auf den Rängen war damit natürlich nahe an der Euphorie. Wir springen in die 89. Spielminute. Der FSV, klar, der versucht den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten und sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Der Ball kommt hier zu Timinski, der passt auf Vito Blut und dessen Schuss kann Daniel Endres noch parieren. Doch der Ball wird immer mehr zur Kerze und nähert sich dem Tor. Während ein Offenbacher den Ball in der Luft nur zuschaut, läuft Aschauer ein und köpft die Kugel ins Tor. 2:0 für den FSV, das Spiel war entschieden. Und klar, die Freude auf und neben den Platz natürlich riesengroß. Auch wenn die Torschützen Straub und Aschauer mittlerweile nicht mehr beim FSV sind, hoffen wir natürlich auf einen weiteren Derby-Sieg und die gleichen Emotionen wie damals 2019 in der PSV Bank Arena. Und das waren die Bilder hier vom 13.03.2019, wo man einen sehr jungen Mika Dombrowski am Ende in der Mitte gesehen hat, bei diesem 2:0 der FSV durch ein für mich wunderhübsches Tor von Straub zu dem Zeitpunkt und Aschauer verwertet die durch Endres entstandene Kerze, welche Ironie, hier zum 2:0. Hier sehen wir auch Daniel Endres, der heute den Kasten des FSV Frankfurt hüten wird. Ich glaube, beim letzten Heimspiel gegen die Kickers, das ja hier war, da hat der Endres ein Bombenspiel gemacht. Okay. Und ich glaube, die Offenbar haben sich danach gefragt, warum haben wir den eigentlich abgegeben? Es war uns aber, ja, wie gesagt, eigentlich Offenbacher Legende, die hier beim FSV Frankfurt mittlerweile spielt. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal die Gäste, die Bank, die sich da ein bisschen warm spielen darf. Während es jetzt so ungefähr 20 Minuten sind bis zum Anstoß, nehmen wir heute Thomas Konrad, den Verteidiger, der leider schon ein paar Spiele wegen einer Leistenverletzung nicht spielen konnte, aber hoffentlich Ende des Jahres dann nochmal rankommt. Genau. Ansonsten ist die Winterpause immer so lang in der Regionalliga. Deswegen, ja, wäre gut, wenn ich jetzt noch ein paar Spiele dann nochmal hinbekommen würde, aber es sieht gut aus, dass es auch klappt dann. Ja. Terminlich können wir sonst darauf hinweisen, dass die Jahreshauptversammlung des FSV ist, und zwar diese Woche, am Dienstag, 23. November, 19 Uhr, hier in der PSD-Bank Arena in der Haupttribüne.
Alle Vereinsmitglieder sind dazu aufgerufen, daran teilzunehmen und folgerichtig aber auch Maske zu tragen, Hygienekonzept einzuhalten etc. Das Hygienekonzept heute hier ist eigentlich auch Maske auf allen Plätzen, sowohl auf den Tribünen als auch auf den Stehbereichen. Wir können jetzt schon sehen, dass das nicht so eingehalten wird und wir können natürlich gut zureden und die Stadionsprecher können gut zureden. Schlussendlich ist aber gegen so eine Masse an Leuten, die einfach keine Maske trägt, nichts zu drehen. Die Mannschaft machen sich hier nochmal warm. Bist du so einer, der sich gerne warm macht oder hast du das? Schwierig eher. Also ich bin eher schon froh, wenn es dann losgeht, das Spiel. Ja, aber so kurz Warm-up und direkt auf dem Platz ist dann schon okay, wenn es nicht so lange zieht. Aber es ist natürlich, ja, die Zeit geht schon, dauert schon lange, bis es dann wirklich dann zum Spiel kommt. Hast du sowas wie Rituale vor dem Spiel, die du machst? Unterbewusst vielleicht so ein bisschen. Ich versuche ein, zwei Bewegungen, die halt für mich spieltypisch sind, einfach nochmal extra für mich zu machen, neben den Übungen, die eh von den Trainern angeboten werden. Aber jetzt nicht so, dass ich irgendeine Marotte habe mit rechter Schuh anziehen oder dann mit rechtem Fuß das erste Mal auf dem Platz laufen, das habe ich eigentlich nicht. Wobei es eigentlich typisch ist bei Fußballern, aber das habe ich eigentlich nicht. Der Aberglaube, ne? Ja. So. Oder dann irgendwie, dass ich irgendeinen Anhänger tragen oder ihr habt da Wieschert uns erzählt, wie er vorm Spiel betet. Und ja, okay. Gibt ja, jeder versucht ja irgendwie nochmal in sich zu kehren. Bist du dann in der Kabine auch schon so in dich gekehrt oder denkst du so, jetzt will ich raus, eher so ein Hibbeliger? Es kommt drauf an, glaube ich. Ich bin, relativ weit weg vom Spiel. So eine Stunde vorher bin ich schon so ein bisschen in mich reingekehrt oder in mich gekehrt. Und dann, nach dem Warm-up bin ich eigentlich raus auf dem Platz, da bin ich heiß. Dann kann ich mich auch nicht mehr hinsetzen, wenn ich da nochmal reinkomme. Dann bin ich einfach nur noch auf dem Platz und dass es endlich losgeht. Ja, und da dann losfeuern. Okay. Gut. Unten am Rasen gibt es jetzt so ein Interview mit dem Gabriel Hankenjoos. Das ist der von der Fußballschule. Die machen dieses Ferienprogramm. Die hört ihr vielleicht jetzt im Hintergrund hier auch über unsere Anlage. Und wir würden jetzt vielleicht zum Gegnercheck übergehen, wenn die Regie nickt. Regie nickt. Wir zeigen jetzt den Gegnercheck hier, den Henry vorbereitet hat, zum Offenbach, zu den Kickers. Bis gleich. Unsere erste Szene der Offenbacher hier in Weiß und Rot beim Heimspiel gegen Stuttgart zeigt vor allem die spielerische Qualität der Mannschaft. Hier zweiter Ball und dann geht's richtig schnell. Es ist ein kluges Zuspiel und eine richtig starke Flanke, natürlich beeinflusst von einem Stellungsfehler, aber den nutzt ein Top-Team wie Offenbach dann halt eiskalt aus. Allerdings bekommt der OFC auch Probleme, wenn man ihr Angriffspressing überspielt. So wie es hier Bazzoli tut, gegen 5 Offenbacher setzt er sich durch. Dann ist es ein klasse Ball hinter die Kette. Und dann ist es hier eigentlich relativ gut verteidigt, aber sie lassen sich wieder ausspielen, weil sie nicht in die Zweikämpfe kommen. Da muss unser FSV auch hinkommen. Schnelles Direktspiel und das führt zum Erfolg. Zum Abschluss noch eine Standardsituation der Offenbacher, weil die sind einstudiert. Das sieht man jetzt. Hier langer Ball auf den kurzen Pfosten, Kopfballverlängerung, hinten läuft einer durch. Das ist gut gespielt, das ist einstudiert, da muss der FSV aufpassen. Ja, und das war der Gegnercheck hier für das Spiel gegen die Kickers. Da haben wir gesehen, sowohl bei dem ersten Tor, das wir gesehen haben, sowohl bei dem Gegentor außen und Grundlinie angreifen. Ist auch so eine moderne Sache eher im Fußball, oder? Ich meine, du spielst ja jetzt auch schon über 10 Jahre. Ja. Oder ist das, also in meiner Wahrnehmung war das früher nicht so stark, dass man wirklich sagt, so Grundlinie angreifen, dann von vorne wegspielen. Oder habe ich das einfach nur vor 15 Jahren nicht bemerkt? Also, nee, also eigentlich gibt es das schon immer, würde ich sagen. Es hat sich jetzt nicht so groß verändert. Ja, es kommt da immer auch auf die Spiele an, würde ich sagen. Ist immer für Spiel ist auch immer ein bisschen anders. Ja. Ich freue mich, wenn es jetzt losgeht, wenn es heiß drauf. Ja, der Wiesch hat sich gerade auch schon, der sitzt heute auf der Bank hier, ist durchs Bild gelaufen. Daniel Endres macht sich jetzt auch auf den Weg in die Kabine, der wird gleich bestimmt nochmal die passenden Worte finden, während sich die Mannschaft hier noch ein bisschen warm schießt gegen Mujezinovic, der ja spielen durfte im Hessen-Pokal gegen Griesheim. Genau. Ich war selber nicht da, aber die Kollegen hier aus dem Verein haben gesagt, es wäre ein guter, souveräner Auftritt gewesen. Bei einem unterklassigen Verein, also bei einer
deutlicher Unterschied zwischen Hessenliga und. Ja, aber da muss man auch mal erstmal gewinnen. Ne? Die Wien Wiesbadener sind auch ausgeschieden gegen einen unterklassigen Gegner. Deswegen können wir damit schon zufrieden sein, dass wir da die nächste Runde erreicht haben. Und ja, mal schauen, was dieses Jahr im Pokal einfach auch möglich ist. Ja, Türkgücü Friedberg, wir grüßen lieb an dieser Stelle, hat Wien Wiesbaden nämlich mit 1. Ich habe danach hatte ich die halbe Woche echt gute Laune. Wie kommst du jetzt an gute Laune, habe ich nur gedacht, 1-0 gegen die. Ja, ich arbeite in Wiesbaden und mein Büro ist direkt neben dem Stadion. Okay. Leider falsches Stadion, sage ich immer. Ja. Büro mit Stadionblick. So. Während hier nochmal die Partner durchlaufen, die hier weiterhin den FSV unterstützen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ihr das hier weiterhin möglich macht. Viele kleine unterstützen uns und das werden dann zu einem großen. Wie schön. So, und an dieser Stelle begrüßen wir euch nochmal alle eine Viertelstunde vorher hier zum heutigen Spiel, dem Hessen-Derby zwischen dem FSV Frankfurt von 1899 gegen die Kickers aus Offenbach. Heute spielt der 17. gegen den 4. Und es ist natürlich ein Spiel mit vielen, vielen Emotionen. Kickers sind bombenstark, momentan 7 von 8 Siegen in den letzten Spielen. Nur in Asbach verloren, auch Ausrufe Siege geholt, wie 4-0 gegen Steinbach gewonnen. Während der FSV im Saarland nicht so gut gespielt hat, oder gegen die saarländischen Vereine. Ja. Aber jetzt zumindest in Griesheim sich ein bisschen Selbstvertrauen holen konnte und damit die nächste Runde im Hessen-Pokal erreicht hat. Ich begrüße also an dieser Stelle alle FSV-Fans, die heute hier nicht ins Stadion kommen, aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch wegen den hohen Inzidenzzahlen. Wir wünschen euch viel Spaß hier beim Schauen und wir begrüßen natürlich auch alle Fans der Kickers, die heute hier den Livestream verfolgen. Neben mir heute Thomas Konrad, Innenverteidiger, leider verletzt, kann deswegen momentan nicht spielen, aber hoffentlich zu Ende des Jahres wieder. Und jetzt kommen wir zu den Aufstellungen der Mannschaft. Hier sehen wir zuerst die Aufstellung der Gäste. So werden die Kickers Offenbach heute hier spielen. Im Tor Flauder, das ist der Kapitän der Mannschaft, von dem hast du ja vorhin schon erzählt, der hat mit dir früher bei Victoria Berlin gespielt. Dann erwarten wir Innenverteidigung, Marcos als Linksverteidiger, Rechtsverteidiger Vetter und in der Mitte Gielinecki neben Breitenbach, weil Okungbova sich verletzt hat. Dann Dennis auf der 6, wir erwarten so eine Grundformation 4-1-4-1. Und dann hat sich nicht viel geändert zu den letzten Spielen, weil wieso sollte man ein Team ändern, das die Spiele gewinnt? Ist ja ganz klar. Deswegen spielen heute hier Garcia, Fetsch, Husin Basic und Firat und im Sturm Bosic. Das ist die Mannschaft, die Sretoristic heute aufgestellt hat. Ganz besonders gefällt Husin Basic und Fetsch wirklich auf der Doppel-8, also auf der Doppel-10. Das ist schwierig, gegen die zu spielen. Und mal schauen, wie Bodensky und Hoja sich da heute gegen die beiden machen. Absolut, ja. Aber auch die Flügel sind einfach sehr, sehr stark bei Kickers. Da werden unsere Außenverteidiger heute genug zu tun haben. Auf jeden Fall mit Serkan Firat und Garcia. Rafael Garcia auf jeden Fall, ja. Garcia auch schon 5 Tore, 5 Vorlagen diese Saison. Ja. Und hier kommen wir jetzt zur Mannschaftsaufstellung des FSV Frankfurt. Bald die Regie sie für uns einblendet. Hier machen sie sich nochmal im schießen sie sich nochmal warm. Das ist die Aufstellung der Buben heute. Endres, der Kapitän im Tor. Dann erwarten wir eine Viererkette. Bestehend aus Linksverteidiger Williams. Dann im Zentrum Gottwald neben Savané. Rechtsverteidiger von Schrötter. Doppel-6 Podenski neben Dren Hoja. Links erwarten wir Sommer, rechts Reuter. Auf der 10 Ivan Franjic als Spielmacher und im Sturm Arif Gütschlü, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat bei Viktoria Griesheim und bereits auch schon 7 Saisontore aufweisen kann. Und auch bei Elversberg, ne, mit seinen 2 Toren. Jeder weiß, wie schwer es ist, in Elversberg zu spielen und er hat wirklich eine unfassbare Effizienz auch gezeigt mit den 2 Toren. Also er ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Stürmer in unserem Kader. Genau. Und das ist die Aufstellung. Ansonsten Mangafic und Azuak heute erstmal nur auf der Bank, weil sie beide laut Tommy Brennel nicht hundertprozentig auf der Höhe sind. Hurst auch erstmal nur auf der Bank. Das wären so die man eigentlich vielleicht sogar in der Startaufstellung erwarten würde. Heute aber vielleicht erst später. Ihab Davich ist mittlerweile so fit, dass er zumindest wieder auf die Bank kann. Ja. Der hatte ja auch Probleme mit den Beinen. Mit dem Fuß, glaube ich. Knöchel oder so, ne?
Der hat immer mal wieder was. Ich glaube, der hat eine Muskelverletzung gehabt, die jetzt ein bisschen gedauert hat. Und er ist schmerzfrei, er braucht natürlich noch ein bisschen von der Fitness her, aber sonst, wenn er fit ist, ist er wirklich ein Spieler, der sehr, sehr wichtig für uns sein kann. Und ich glaube, den wir auch in den letzten Wochen wirklich schmerzlich vermisst haben. Genau, und jetzt kommen wir nochmal kurz zu den Schiedsrichtern des heutigen Spiels. Das Spiel wird heute leiten der Schiedsrichter Timo Lemle und seine Assistenten sind Maurice Kern und Jonathan Woldei. Wir wünschen dem Schiedsrichtergespann wie immer ein glückliches Händchen in der Spielführung. Während Mika, der heute wieder Stadionsprecher ist und deshalb nicht hier an meiner Seite sitzen kann, jetzt die Gästeaufstellung durchgeben wird. So, als Zuschauer soll man sich nicht wundern, die rechte Seite von uns, rechte Seite der Nordtribüne ist gesperrt, aber die linke Seite ist voll. Genauso wie viele Kickers-Fans hier auf der Haupttribüne nach links sitzen im Block E und auf der Gegengerade auf den entsprechenden Blöcken Richtung Kickers-Seite. Die Mannschaft kommt jetzt hier auch nochmal bei den Fans vorbei. Da wurden Trommeln mitgebracht und eine Fahne ist auch dabei. Kickers-Fans hier bestens vorbereitet. Es gab einen Fanmarsch aus Offenbach hier rüber, der von Polizei begleitet wurde, der vorhin hier hinterm Stadion langgeführt wurde. Das war eine ganze Menge an Leuten. Ja. Also die beiden Polizeiwagen vorne und hinten, die stammen bestimmt 300 Meter auseinander, die Fans hier zum Spiel eskortiert haben. Ja. So, jetzt noch gut 10 Minuten bis zum Spiel. Hast du einen Tipp? Ich glaube, dass wir 2-1 gewinnen werden. Ich glaube, dass mein alter Bekannter Fetch ein Tor machen wird, aber ich glaube, dass wir heute wissen, worum es geht und ich glaube, dass wir heute 2 Tore machen werden und das Spiel 2-1 gewinnen. Uns ein bisschen Luft verschaffen werden. Ich bin aus der letzten Saison noch ein bisschen geschädigt und sage, es gibt 0-0. 0-0? Wirklich? Ich weiß nicht. Ich denke schon, dass wir heute Tore sehen werden. Ich bin bei diesen Tippspielen nie gut, außer bei der NFL. Da bin ich gerade irgendwie Zweiter in meiner Clique. Ja, ich auch nicht. Das geht gar nicht. Deswegen können wir meinen Tipp jetzt heute auch anzweifeln. Ich gehe schon davon aus, dass wir heute mal gewinnen werden. Es wird Zeit. Absolut. Ja, ich glaube, vor allem wenn der RSV so ein bisschen die Schwäche ausnutzt. Und Breitenbach ist heute, ohne mir zu nahe treten zu wollen, vermutlich die Schwäche in der Viererkette. Cielinjeki ist halt bombstarker Innenverteidiger. Ja, aber... Ja, Man muss gegen die Schwächen der anderen auch spielen, ne? Also nicht gelernter Innenverteidiger, der dann eigentlich mit seinem schwachen Fuß heute den Aufbau machen wird, weil er wird wahrscheinlich linker Innenverteidiger sein. Ja, wir müssen das nutzen, wir müssen ihn versuchen zuzulaufen, zuzupressen, ihn auf den linken Fuß zu schieben und dann mal schauen. Also es ist nicht einfach, ist dann unter Druck mit dem schwachen Fuß dann, ja, vor allem auf der linken Seite heute im Stadion, wo es ein bisschen Platz ein bisschen tiefer ist, nicht einfach dort dann mit dem schwachen Fuß rauszuspielen. Vielleicht können wir das nutzen heute. Hast du immer Innenverteidiger gespielt in deiner Karriere? Die meiste Zeit, ja. Also es war so, dass ich habe jetzt hier beim FSV Anfang in der Vorbereitung auch die ersten Spiele auch auf 6 gemacht. Ich fühle mich genauso wohl. Macht mir auch tierisch viel Spaß, mit den Jungs dann auch ein bisschen mehr Fußball zu spielen, ein bisschen freier zu sein als Innenverteidiger. Aber sonst, ja, ich bin gelehrter Innenverteidiger schon seit Kindesbein und spiele das auch wirklich sehr, sehr gerne. Absolut. Ja, ich habe früher in der Jugend ab und zu mal Stürmer gespielt und aber später auf Innenverteidiger umgesattelt. Ja, ja. Ich kann leider nur kein Kopfball spielen, aber ich habe irgendwie als Brillenträger habe ich da irgendwie geschädigt. Ich war ja früher auch Stürmer, aber du hast ja dann meine Talk wurde vorhin schon angesprochen. Deswegen bin ich ja immer ein Stück weiter zurückgerutscht. Und momentan ist es dann eher so, dass ich eher die Tore verteidige, als die Tore selbst zu machen. Ja. Und dann sind jetzt noch gut 5 Minuten bis zum Anstoß hier am Bornheimer Hang. Zum Hessen-Derby heute hier zwischen dem FSV von 1899 gegen die Kickers von 1901. Ich kriege auch langsam so ein Kribbeln, weißt du, in den Fingerspitzen. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Jetzt wird so, selbst wenn ich jetzt heute nicht spiele, es wird jetzt Zeit, dass es losgeht. Also das ist jetzt auch die Phase, wenn ich in der Kabine bin, dass ich dann auch wirklich mein Trikot anziehe und dann stehe und eigentlich nur noch raus will. Ja. Das sind halt die längsten 5 Minuten heute. Heimspiel.
Heimspiel richtig. Der PSG Bank Arena, FSV Frankfurt gegen Offenbach. Und hier kommt die Mannschaftsaufstellung vom geilsten Verein der Welt. Hier ist Mika Dombrowski, der Stadionsprecher, der jetzt die Mannschaftsaufstellung des FSV Frankfurt ausgibt, unter Pfiffen der Kickers-Fans. Mika macht das als Stadionsprecher sehr gut, der macht sich die Stimmung, der hat richtig, ich vermisse ihn hier oben auch ein bisschen. Wir haben die letzte Saison, die letzte Corona-Saison hier zusammen gemacht hier oben. Ja. Und jetzt in letzter, also wir haben noch kein Heimspiel zusammen gemacht. Okay. Entweder fiel ich aus oder er fiel aus oder er war Stadionsprecher. Okay. Jetzt die ganze Hinrunde und keinen einzigen Termin zusammen gehabt. Oh. Ich glaube auch nicht, dass sich das noch groß ändern wird dieses Jahr. Na, wahrscheinlich nicht. Hier sehen wir jetzt Yannick Sommer eingeblendet. Was ist so die größte Kulisse, vor der du mal gespielt hast? Du hast gesagt, du hast gegen Celtic mal gespielt? Genau, Celtic, das waren damals knapp 50.000. Ich habe noch einmal Olympiastadion gespielt gegen Hertha, damals in der zweiten Liga mit dem KSC. Da waren es, glaube ich, auch so 45. Ja, das waren so... Aber ja, sagen wir so, im Vergleich zum... Also, wenn du Celtic 50.000 Leute hast oder im Berliner Olympiastadion 45.000, ist schon ein Unterschied, ja, oder? Ja, ja, also dass Celtic da 50.000 ist, wir haben ja damals auch mal, ich habe mehrmals dort gespielt, einmal war es ein sehr, sehr knappes Spiel, einmal haben wir auch wirklich eine Reise bekommen, wo wir dann 5-0 verloren haben, die Stimmung war dann schon wirklich heftig, also dann, wenn du das siehst, das ist ja dann so, das ist ja nicht so in Deutschland, dass es dann eher so Bereiche gibt mit den Fans oder den Ultras, sondern das, da springt ja das ganze Stadion, und das war schon echt heftig mitzuerleben. Ja. Wenn wir nicht 5-0 verloren hätten, hätte ich es noch mehr genießen können. Aber ja, wir haben ja auch mal 0-0 dort gespielt. Und das war dann schon wirklich ein tolles Erlebnis, ja. Schwer zu vergleichen wahrscheinlich mit in Deutschland. Ja, ich habe es leider noch nicht geschafft nach Schottland zum... Aber ja. Wir haben ja einen Kollegen, den Philipp, der auch so Celtic-Spiele sich mal anguckt. Okay. Ja. Ja, also wirklich. Ich habe ja auch... Im Glasgow Rangers Stadion dann gespielt. Das ist auch sehr gut, aber so das Paradise, Celtic Park ist schon nochmal eine Nummer besser. Bist du auch mal zum. Also damals gab es gar keine Derbys, weil auch Rangers abgestiegen waren, zwangsabgestiegen waren. Und die haben nur ewig gebraucht, bis sie jetzt wieder auf dem Level von Celtic spielen können. Damals waren sie in der zweiten Liga. Aber es gab ein Derby, weil sie den Pokal gegeneinander gespielt haben. Aber da ist natürlich schon. Aber da warst du neben dem Stadion, hast du keine Karten gehabt. Nee, leider nicht. So Old Firm, das wäre nochmal so ein Wunsch, ja. Oder? Sich das mal anzugucken. Ja, wir jetzt noch 3 Minuten sind hier beim Hessen-Derby zwischen Frankfurt und Offenbach. Wirklich, die beiden Vereine trennt ja wirklich nur der Main. Ja. Das ist, kannst hier mit der Autobahn 3 Minuten rüberfahren bis da. Hier über die A661. Und wir sind, also ich habe wie gesagt, ich habe so ein Kribbeln in den Fingern und ja, für mich kann es jetzt auch mal losgehen. Ja, dich werden wir gleich hier brauchen für die taktische Einordnung natürlich auch, damit wir was lernen können von einem, der hier schon ewig Fußball spielt. Ja, und wir wurden hier groß verkauft von der Mannschaft als großer Taktikexperte. Ich wurde verkauft? Echt wirklich? Nein! Ah, ich wollte gerade sagen. Ja, da ein bisschen kenne ich mich schon aus, ne? Die langjährige Erfahrung, schon ein bisschen was gelernt. Schauen wir mal, ob wir das gleich gut analysieren können. Ja, und hier können wir jetzt einen exklusiven Blick in den Spielertunnel wagen. Hier sehen wir schon einen Schiedsrichter. Wenn er den Ball festhält, ist es vermutlich auch der Hauptschiedsrichter, Timo Lemmele, der jetzt die Mannschaften aufruft, ihre Füße aus den Kabinen zu bewegen.
Hier sehen wir jetzt auch Michael Görner, Vereinspräsidenten, der am Dienstag sich zur Wiederwahl stellt bei der Jahreshauptversammlung des FSV mit seinem Präsidium. Und hier kommen jetzt auch Luis Ewes, sehen wir da, Karahan. Das ist der junge Hildmann, oder? Genau, ja. Sehr, sehr großes Talent, muss man sagen. Wie der auch mit seinen 16 Jahren auch schon im Training auftritt. Also ich glaube, da wächst schon ein bisschen was heran. Hier kommen jetzt auch einige Offenbacher. Die erkennt man immer so leicht in den roten Klamotten, die sich hier auf der Bank platzieren werden. Daniel Hendricks kennt natürlich die Offenbacher noch sehr gut. Grüßt deswegen auch alle lieb. Hier sehen wir Mujezinovic. Azuak heute erstmal nur auf der Bank. Und so erwarten wir jetzt die Mannschaft des FSV, die heute in einem Sondertrikot spielen werden. Nicht wundern bitte, mit schwarzen Hosen, schwarzen Stutzen und so einem weiß-schwarzen Camouflage-Tarnmuster. Da ist auch Dennis Mangafic, Michael Görner. Und die Kickers werden heute hier in komplett weiß spielen. Da sehen wir den FSV-Trainer Thomas Brendel, der wie gesagt eine Statistik hat von 3x0, 3x unentschieden gegen die Kickers. Und hier ist die Mannschaft des FSV Frankfurt, die begrüßt werden von Pfiffen und von Applaus, je nachdem auf welcher Seite man hier steht. Da sieht man Michael Zindel, den Zeugwart. Mit dem, das sind solche Leute, mit denen man sich immer gut stellen muss im Verein, oder? Das ist die erste Regel eigentlich, ja. Weil der die Macht über den Verein. Weil wenn du dann ein XL-Trikot bekommst, dann wird es schwer wahrscheinlich. Oder keine neue, wenn die Wäsche nicht gemacht wird, dann ja, hat man meist ein Problem, ja. Wir hatten im letzten Sommer im Interview, das war sehr witzig mit dem. Ja, ja, ein ganz grandioser Typ. Ja, das glaube ich, das ist schon ein witziger Typ, ja. Und hier sehen wir jetzt die Mannschaft des FSV, angeführt von, wie gesagt, Teamkapitän Daniel Endres. Heute ungewohnt in dunkler Spielkleidung. So ein bisschen wie in Corona-Zeit, ist es ein bisschen wie beim Boxen. Weißt du, erst kommt die eine Mannschaft rein, dann kommt die andere rein, dann ja, kommt der Schiedsrichter, sagt, ich will einen fairen Kampf sehen. Dann kommt, Die heute Glocke. Lassen sich aber heute schon gut Zeit, die Offenbacher. Ja, jetzt geht's los. Und hier kommt die Mannschaft der Kickers und angeführt von Kapitän Flauder in weißer Spielkleidung. Hier jetzt andersherum, angefeuert von den Kickers-Fans, Ausgebot von den Frankfurtern. Wir erwarten hier heute die Kickers in der Grundformation 4-1-4-1 und den FSV in einem 4-2-3-1. Und hier kommen jetzt die beiden Kapitäne aufeinander zu, Flauder und die Kickers-Legende Daniel Endres. Hier sehen wir jetzt auch Schiedsrichter Lemle mit seinen Assistenten Kern und Woldai. Eine unheimliche Lautstärke hier heute am Bonner-Main. Das ist man gar nicht mehr gewohnt in Corona-Zeiten, dass es mal so laut werden kann. Schiedsrichter kommt zur Platzwahl, erklärt das mit der Münze. Münze fällt. FSV Frankfurt gewinnt die Platzwahl und hat sich vermutlich entschieden zu irgendwas. Werden wir jetzt gleich sehen, was passieren wird. Die Mannschaften tauschen die Seite. Der FSV spielt in der ersten Halbzeit von der linken Seite auf die rechte in der dunklen Spielkleidung. Und die Kicker ist folgerichtig von rechts nach links. Beide Mannschaften spielen also zuerst auf ihre Fans zu. Hier bilden die Frankfurter nochmal einen Kreis. Was wird im Kreis da so gesagt? Ja, die letzten Worte nochmal ein bisschen hochpushen. Ja, eher was über, wie man das Spiel angehen wird. Also keine taktischen Sachen, sondern einfach nur nochmal ja, Teamgeist, Teamfördern und dann geht's los. Die Emotion. So sieht's aus. Bisschen hochfahren. Warst du schon mal Kapitän in der Mannschaft? In der Jugend war ich Kapitän beim KSC. Und ja, jetzt bei Frankfurt bin ich ja mit Asa der Co-Captain in der Egges. Ja.
Ja, und damit ist alles vorbereitet für dieses Hessen-Derby hier zwischen dem FSV Frankfurt und den Kickers. Und es geht jetzt los, sobald der Schiedsrichter unten sich noch mit seinem Kollegen abgesprochen hat. Die scheinen noch irgendwie irgendwas einzufangen. Ihr seht das leider nicht im Bild. Rechts unten der Schiedsrichterassistent Kern mit Lemle, dem Offiziellen, scheint irgendwie nochmal die Tontechnik zu checken. Oben kommt Woldai auch von seiner Linie kurz runter. Kann sich jetzt nur noch um Sekunden handeln. Ja, da wird jetzt auch nochmal geschaut, was da los ist. Zwei Kickerspieler bieten sich zur Hilfe an. Marcos der eine, der andere ist Garcia. Aber jetzt scheint es hier zu klappen. Auch mit dem Ton der Schiedsrichter, die hier eine Funkverbindung haben. Und damit pfeift Schiedsrichter Lemle das Spiel an. Das Spiel ist eröffnet. Die Kicker spielen in der ersten Halbzeit von rechts nach links im Weiß. Der FSV Frankfurt in der dunklen Spielkleidung. Budenski rutscht hier erstmal weg. Spiel fängt gut für ihn an. Der Ball geht links raus auf Marcos. Marcos, jetzt gegen von Schrötter. Der Ball kommt in die Mitte. Sag mal, nee, Köpf dran vorbei. Interessante Situation, aber Andres hat diesen ersten Schussversuch von dem Spieler mit der Nummer 9, Serkan Firat. Sehenswert. Wir hier versuchen, athletisch den Ball. Köpf dran vorbei. Interessante Situation, aber Andres hat diesen ersten Schussversuch. Aber man hat gesehen, dass der Platz nicht einfach zu bespielen ist. Budenski schon gerutscht. Aliou Savané auch schon um 16er ein bisschen weggerutscht. Foulspiel hier an Budenski durch Dennis, den wir heute hier als alleinigen Sechser erwarten. Vermutlich ist Fage der Spieler, der ihn ein bisschen unterstützt. Auf dem Weg nach hinten mit der 25, Rotschopf. Jetzt in der unmittelbaren Umgebung von Schiedsrichter Lemle. Spiel ist jetzt wieder öffnet, lange Ball nach vorne, Gütschlö ist da dran. Kommt rechts raus, da ist Reuter. Den Franjic mit. Franjic versucht den Ball die Grundlinie lang zu spielen, das muss linken. Marcos hat ihn jetzt. Gütschlö, guter Körpereinsatz. Garcia hier im Zusammenspiel. Ja. Der FSV kann den Ball erobern. Das ist Hodja. Ich bin froh, dass ich die Mannschaft des FSV Frankfurt kenne, weil ich finde, dieses Rot auf diesem Schwarz-Weiß ist kein guter Kontrast. Ja, ist schwierig zu sehen, ja, das stimmt. Gottwald, heute nehmen sie aber eine Innenverteidigung. Du hast die beiden ja dann häufig auch im Training neben dir. Genau, ja. Was sind die Stärken jeweils von den beiden Spielern? Also Lukas ist schon ein sehr, sehr zweikampfstarker Innenverteidiger einfach, der sehr, sehr kompromisslos verteidigt. Ja, also ich glaube, dass beide eigentlich wirklich sehr, sehr gute Zweikämpfer sind. Aliou ist sehr, sehr schnell ist auch. Für seine Größe eigentlich untypisch, dass man so schnell ist. Und ja, ich denke, dass es in der Luft heute wenig anbrennen wird bei uns. Ja, während wir hier Franjic, den Kollegen Marcos, aus dem Spielfeld rausgedrückt hat und wir deshalb jetzt eine Freistoßsituation für die Gäste sehen. Das Flauda auf Jelinecki. Aber der ist weg. Marcos erreicht den Ball nicht, sondern Ristic bekommt ihn. Aber ich glaube, dass wir das heute öfter sehen werden. Die langen Bälle von Offenbach auf die Stürmer und Fetsch danach geht. Ich glaube, dass das so das Mittel sein wird, wo sie versuchen werden, uns so zu knacken. Budenski hier, ungewohnt offensiv, jetzt an der Eckfahne. Bringt den Ball in die Mitte, aber kickt ihn nicht auf Reuter durchgesteckt. Schusssituation geht aber links dran vorbei hier vor Hodja. Wenn der Balljunge hier Flauder locker aber wirft.
Hier sehen wir nochmal die Schusssituation von Hodja, 30 Meter vom Tor. Schwer, ich glaube, er gilt dann auf Inside, dann steht er Vollspann. Ja. Weil ihm auch der Gegner zu nah ist. Also, wenn er den Satz Vollspann trifft und den flach hält. Aber schon ein gutes Stück, muss man schon sagen. Ja, ja, weite Distanz gewesen. Hier flaut er jetzt mit dem Abschlag. Reuter. Gütschlü. Dagegen den jungen Breitenbach. Gütschlü ist auf dem Weg zur Eckfahne. Aber es gibt Ecke für den FSV. Und als Standardschütze ist hier Dren Hodja auserkoren worden. Ball kommt gut rein. Gütschi bekommt ihn nicht. Zweiter Ball geht an Reuter. Oh, mit sehr viel Glück, denn da war Firat schon am Weg nach vorne. Der kickt den Ball jetzt nochmal. FSV spielt zurück auf Endres. Endres chippt den Ball drüber. Oh, meine Nerven, meine Nerven. Wie viel Risiko. Aber das war wichtig von Reuter, das hat er gut gemacht. Ja. Gibt jetzt Einwurf für die Kickers, nachdem Williams den Ball auf die Tribüne geschlagen hat. Dann sehen wir Rechtsverteidiger Vetter. Firat versucht wieder anzubieten. Dennis bietet sich jetzt auch an. Werden aber beide gut zugestellt. Firat bekommt den Ball. Oh, das ist ein Foulspieler. Aber sehr stark, wie Bosic da den Körper reingestellt hat in der Szene. Also in der unmittelbaren Szene davor, bevor das Foulspiel kommt. Oh, ein Riese, der Typ. Ja, das werden schöne Ringkämpfe heute mit Aliou, Savanet und mit Lukas Gottwald. Die werden heute genug zu tun haben mit ihm, auf jeden Fall. Jetzt gibt es hier eine Standardsituation. 35 Meter von der Eckfahne entfernt. Auf der rechten Seite, gut eingefangen hier von links. FSV verteidigt auf der 16er Linie. Ball kommt jetzt rein. Mit Zug zum Tor. Endres kommt raus, Forst ihn weg. FSV klärt ihn erstmal weg. Marcos sichert hinten ab und spielt zurück auf Lauda. Nein, tut er nicht. Das Dennis. Legt hier gut rechts raus. Endres hat ihn. Boah. Den hat er bärenstark und macht das Spiel jetzt auch schnell. Hodja auf Reuter, der nimmt den Ball gut ein gegen Marcos. Versucht ihn auf Gütschlü durchzustecken, das misslingt. Es gibt aber Einwurf für den FSV Frankfurt. Das sieht hier Schiedsrichterassistent Maurice Kern richtig. Von Schrötter, der Junge hat Oberarme wie. Der hat gar nicht so große Oberarme. Wie kann der so weit werfen? Gute Frage, ja. Ist wahrscheinlich die Technik. Der wirft wirklich wie ein Katapult, das muss man sagen. Das sieht echt leicht aus, seine Würfe. Ja. Ohne große Anstrengung. Gütschlü jetzt mit Druck auf Lauda, deswegen muss er den Ball wegschlagen. Das ist Firat. Fetsch. Firat. Rutscht aber weg. Einwurf für Williams. Also wirklich ein plumpes Foulspiel. Hier von Hüseyin Basic. Ja. Die Bälle sind noch zu schnell weg momentan einfach, aber ja. Breitenbach, Reuter kriegt ja den Fuß nicht mehr zwischen. Jetzt kommt Marcos über die linke Seite, wird verfolgt von Reuter. Marcos bringt den Ball in die Mitte. Das ist Bosic, aber kein Problem hier für Egges. Der jetzt hier die ersten Pfiffe aus dem Offenbach-Block kassiert. Wenn man mir ein freies Wort erlaubt, wie undankbar kann man eigentlich sein? Also alle Zeit. Als Lohn gibt es noch mehr Pfiffe. Ball gelang auf Gütschlü.
Der versucht, Brodensky einzusetzen. Der Ball landet irgendwie dann doch bei Reuter und von Schrötter. Von Schrötter, aber Einwurf in der MSV. Dennis dazwischen. Wirft auf Gütschlü. Gütschlü jetzt gegen Breitenbach. Gütschlü jetzt an der gleichen Eckfahne. Wenn Gütschlü halt rechts steht, steht in der Mitte gar keiner mehr. Hodja mit dem Ball in die Mitte. Der kommt nicht zurück. Es gibt Ecke. Denn Vetter köpft. Beziehungsweise es ist Brodensky, der Vetter anköpft. Das ist Sommer, oder? Diese roten Zahlen auf dem Schwarz, ich sehe gar nichts. Na, das ist Williams. Mit dem linken Fuß. Ja, doch. Kommt nicht schlecht. Von Gottfeld aber dran vorbei. Jetzt könnte es nochmal schnell gehen für die Kickers. Das haben wir vorhin nach der ersten Ecke auch gesehen. Versuchen hier mit Dees das Spiel zu machen, aber Davis Falk kann den Ball mit Williams erlaufen. Und schon wieder Pfiffe gegen Daniel Endres. 10 Minuten hier gespielt. Nicht viel passiert bisher. MSV gibt ein bisschen zu leicht den Ballbesitz her, finde ich. Aber ansonsten. Erstmal sicher hinten herum. Aber es ist doch so, dass Offenbach uns jetzt doch nicht so presst, wie wir vielleicht erwartet haben. Wir warten ein bisschen ab. Spekulieren ein bisschen auf die schlechten Bälle. Ja, obwohl sie mit den, sowohl mit Garcia als auch mit Firat schon den Außenverteidigern auf den Füßen stehen. Ne? Also machen ja ganz klar, okay, wir wollen, dass das Spiel hier über die Mitte kommt, wo wir stärker sind mit Fetsch und Hussein Basic. Ja. Aber jetzt ist das hier mal geglückt. Gut, rechts. Spiel, Reuter hat richtig Raum. Jetzt gegen Breitenbach. Breitenbach muss zu Grätscher ansetzen. Sauber rausgegrätscht. Ball ist schon wieder im Geschehen. Brodensky, Zusammenspiel mit von Schrötter. Hodja. Robin Williams, zurück auf Endres. Aber Dren Hodja ist gut im Spiel, fordert die Bälle, das ist wichtig für uns. Na, Fehlpass hier, Dennis kann ihn erlaufen. Garcia versucht jetzt hier durchzustecken auf Posic, misslingt. MSV ist im Ballbesitz. Langer Chipball, aber Breitenbach ist der Einzige, der drankommt hier. Und ablegt auf Thiele Njeki. Schiedsrichter sagt, hier wurde Ball gespielt. Das Spiel geht weiter. Alles ein bisschen verwirrt. Sehr gut von Lukas Gottwald, muss man sagen. Eng dran, direkt nach vorne verteidigt. Schneller Ball gewinnen. Ja, wird vielleicht mal ein bisschen Ruhe ins Spiel gebracht. Endres. Von Schrötter und Reuter. Marcos gewinnt aber das Kopfballduell. Brodensky aber den Ball. Na, bietet sich jetzt keiner an für Savané. Williams wird jetzt auch von Firat angelaufen. Jetzt kommen sie doch raus, ne? Ja, also jetzt kommen sie doch. Ja, wie gesagt, durch die... Gottwald. Jetzt hat er. Macht er gut. Schafft es das Sommer mitzunehmen? Guter Pass hier von Williams. Schönes Zusammenspiel, das Sommer. Sommer jetzt in der Box. Legt nochmal ab. Oh. Hodja jetzt in der Box links. Noch ein Haken. Das ist Franjic. Entschuldige. Mach nichts. Das ist. Ja, ist schwierig zu sehen mit der Erfahrung. Diese Nummern. Mami, ich werde das auch noch häufiger hören von mir. Ja, deswegen bin ich jetzt dabei. Ne? Ja, danke. Sie sehen auch auf die Distanz alle so ähnlich aus. Weißt, ja. Ich glaube, die haben alle den gleichen Friseur immer gefühlt. Ganz fürchterlich. Reuter eben im Fuß dazwischen. Das ist jetzt Franjic. Und der wird gefault von Dennis. Schiedsrichter gibt Vorteil. Okay, wo der Vorteil sein soll, dass Gütschel jetzt gegen zwei, drei Innenverteidiger spielt. Das schließt sie mir nicht. Franjic hält sich jetzt den Knöchel. Es wird weitergehen, ja.
Hoxha, schlechter Pass hier auf Gütschl. Und so wandert das Spielgerät wieder in die Reihen der Kickers. Tusin Basic hat sich hier ein bisschen zurückfallen lassen, um das Spiel mit so aufzubauen. Firat, Vetter. Firat und Vetter. Cilenjeki, Dennis. Und Breitenbach. FSV versucht hier die Grundformation mit zwei Viererketten zu halten. Marcos kann aber links dran vorbei schlipsen. Ich habe da nichts gesehen von Reuter an Marcos. Reuter spielt den Ball raus. Marcos bleibt liegen. Schiedsrichter hat hier nochmal Redebedarf. Viertelstunde jetzt gespielt. Weiterhin 0:0. Marcos steht derweil. Bekommt jetzt hier den Einwurf. Hussein Basic bietet sich jetzt an. Den Ball bekommt aber Bocic. Schusssituation von Garcia wird geblockt. Zweiter Ball geht an Dennis. Rechts hat jetzt fetter Platz. Der Ball kommt jetzt auch auf ihn raus. Sommer muss ihn jetzt stellen. Schafft das nicht. Aber dieser Pass-Schuss kein Problem hier für Endres. Der Spiel jetzt seinerseits wieder schnell macht und lang auf Gütschl schlägt. Der wegrutscht. Schiedsrichter sagt Foulspiel. Und dann nochmal Redebedarf mit Dennis. Ja, das war jetzt kein Foul. Also nehmen wir gerne, aber ja, ich habe schon gesehen, dass er weggerutscht ist. Naja, Freistoßsituation trotzdem für den FSV Frankfurt jetzt hier. Hoxha wird den Ball reinbringen. Williams zieht sie in die Mitte. Kommt noch im zweiten Pfosten. Savané. Rechts kommt der Ball zurück, aber Flauder hat ihn. Gütschl versucht ihn doch mal in die Mitte zu bringen, aber Flauder bekommt dann diesen Ball. Beste Chance bisher für den FSV. Ja. Standardsituation, wie du gesagt hast, auch die Stärke wurde diese Woche nochmal explizit trainiert. Genau, ja. Und einfach allgemein von den Spielern, die wir haben, mit den drei hinten, die Großen und auch Arif, sind wir einfach sehr, sehr gefährlich. Jetzt ist Budenski noch mit in die Mannschaft gerückt. Budenski ist ja mein Lieblingsspieler beim FSV. Das kann ich verstehen, ja. Danke. Endlich mal jemand, der mich dabei versteht. Franjic jetzt der Vorwärtsbewegung mit Sommer. Nehmen noch Hoxha mit. Budenski stellt sich hier links durch, aber der Zweikampf geht verloren. Schiedsrichter sagt, hier war nichts, Spiel geht weiter. Das ist Dennis. Links hat Garcia jetzt ein bisschen Raum. Wird unterstützt von Hussein Basic. Hussein Basic unterläuft ihn. Von Schredder versucht das Spiel zu verlangsamen. Hussein Basic bekommt er den Ball. Reuter kann ihn aber zur Ecke klären. Der Ball war vorher sogar im Tor aus. Ja. Habe ich aber auch so gesehen, muss ich sagen. Aber natürlich sehen das die Kickers-Fans, die genau vor dieser Spielszene sind, ganz, ganz anders. Lasst euch von der Uhr bei uns links oben nicht verwirren. Die Uhr läuft runter und nicht hoch. Warum auch immer heute. Es sind jetzt 18 Minuten gespielt. Während wir hier nochmal die Szene von Gütschl mit dem Ball in die Mitte sahen. Endres nur mit dem Abschlag. Der hier mit übelsten Flüchen der Kickers-Fans belegt wird. Reuter versucht den Ball in die Mitte zu bekommen. Franjic ist da noch dran. Einwurf für Breitenbach ist der Letzte, der am Ball war. Einmal für den FSV. Marcos kann den Ball hinlegen, weil du hast gar nicht den Ball, Kollege. Ja, danke. Herr von Schrötter eilt jetzt hier ran. Das ist eine gute von Schrötter Einwurfsituation. Absolut, ja. Ist fast eine Flanke eigentlich und deswegen sind die Spieler auch im 16er drin. Das ist einfach eine Waffe, dieser Einwurf. Herr von Schrötter ist jetzt hier ganz rechts im Bild zu sehen für euch. Wirft den Ball jetzt lang. Weil es jetzt auf dem Boden. Offenbach kann den Ball erobern. Jetzt geht's rechts über Firat.
Bosic ist vorne in der Mitte, aber Fira macht das Spiel langsam. Vetter hinterläuft ihn nun. Fetsch. Jetzt wird der lange Ball auf die linke Seite gewählt Richtung Garcia. Garcia gegen von Schröter. Marcos kommt mit. Reuter muss dazu, ja. Ja. Oh, kein Tor, kein Tor. Abseitssituation im Vorfeld hier von Fetsch. Oder ich glaube, Fetsch war der, der schon im Abseits stand, weil der Schiedsrichter zu dem Zeitpunkt schon signalisiert hat, dass er jetzt die Fahne hochheben wird. 20 Minuten gespielt, nichts zu nichts weiterhin hier im Hessen-Derby zwischen dem FSV Frankfurt und den Kickers aus Offenbach. Daniel Endres nun mit dem Freistoß nach der Abseitssituation. Hier in Großaufnahme von unserer linken Kamera eingefangen. Von Schröter bringt den Ball auf Gütschl. Super Ball. Guter Ball hier auf Franjic. Da muss Zielinjeki den Ball mit dem langen Bein zum Seiten aus rausbringen. Ja, und so eine ähnliche Situation hatten wir gerade schon mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir bewegen uns in so einem Time Loop. Von Schröter jetzt vielleicht 10 Meter weiter vorne. Wieder von der rechten Seite. Nimmt jetzt hier kurz Platz auf der A-Tribüne, um dann aufzustehen und den Ball von da aus reinzuwerfen. Jetzt kommt auch Lukas Gottwalbe nach vorne. Schauen wir mal. Ja, steht er jetzt am Elfmeterpunkt. Breitenbach. Köpft ihn als Kerze. Fetsch, Podenski über den Spann. Vierer hat den Ball auf der rechten Seite. Und jetzt aber schon gestellt. Deswegen geht der Ball zurück auf Vetter. Kickers nehmen jetzt wieder ihre Grundformation ein. Und spielen sie von hinten raus. Das ist Marcos. Garcia. Gegen von Schröter und Reuter. Keiner von den beiden mit dem Zugriff. Garcia wirklich sehr eng am Ball. Bringt den Ball in die Mitte. Den muss er aber jetzt rausklären. Oder Endres muss rauskommen. Endres ganz bärenstark. Applaus. 20 Minuten hier jetzt gespielt. Nichts zu nichts. MSV versucht jetzt auch mal hinten rauszuspielen. Savigny entscheidet sich aber schlussendlich doch für den langen Schlag Richtung Franjic. Aber nur Zielinjeki bekommt den Ball. Budenski ist hier zuerst am Ball gegen Fetsch. Der erobert den, aber kann jetzt rechts rausbringen. Das ist Firat. Fetsch, das war nix. Der, sorry. Bitte? Also es gibt jetzt Elfmeter für die Kickers. Und der liebe Gott alleine weiß warum. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Es sah auf den ersten Blick sehr, sehr einfach aus, wie Fetsch da runtergeht. Und ich glaube, es war auch nicht im 16er. Haben wir das als Szene? Leider nicht vorliegen. Ich könnte es euch leider nicht nochmal in der Wiederholung zeigen. Es gibt jetzt Elfmeter für die Kickers hier in der 23. Spielminute. Und es tritt an Tunay Deniz gegen Daniel Endres. Lemle weist um alle Spieler darauf hin, bitte sich außerhalb des 16ers und außerhalb des Anlaufkreises zu befinden. Deniz gegen Endres. Deniz läuft jetzt an. Und er geht links unten rein. 1-0 für die Kickers. In der 23. Spielminute. Tunay Deniz hier. Solide und gut geschossener Elfmeter. Platziert links unten rein. Auch mit Wucht geschossen. Ja, aber sehr, sehr unnötig, so jetzt in Rückstand zu geraten, muss man wirklich sagen. Und so steht es hier 0-1. Später auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr euch einmal die Highlights dieses Spiels angucken, sowie den Livestream nochmal im Real Life, also nochmal die Komplettaufnahme. Und da werde ich mir das nochmal ganz genau angucken. Auf unserem YouTube-Kanal Schwarz-Blau TV könnt ihr das sehen, ob das jetzt hier wirklich im 16er war. Ich meine, es war nicht im 16er, aber Schiedsrichter Lemle hat es so gesehen. Kickers jetzt natürlich mit Oberwasser hier.
SV muss viel laufen heute. Foulspiel hier von Hodja an Fetsch. Ich bin so ein bisschen sprachlos, mein lieber Conny. Ja, muss sagen, war wirklich sehr, sehr unnötig. Aber man sieht, ne, die Erfahrung von dem Fetsch, da muss Ivan vielleicht auch ein bisschen anders, Ivan Fanci vielleicht ein bisschen anders rangehen. Ich habe es nicht mehr gesehen, aber ja, sehr, sehr bitter, jetzt so in Rückstand zu geraten. Muss man absolut sagen. Es gibt jetzt Eckball für die Kickers hier von rechts. Mit Firat. Kommen wir zurück zum Spiel. Firat wird den Ball jetzt reinbringen. Kommen wir Zug zum Tor. Endres kommt raus. Boxt ihn weg. Firat bekommt den zweiten Ball. Nochmal, ja, diesmal Endres. Sehr, sehr sicher, Endres heute, muss man absolut sagen. Langer Ball. Reuter bekommt den zweiten. Aber lässt ihn ins Seitenhaus laufen. Sehr weise Entscheidung. Er stand nämlich schon gegen zwei. Den da anzunehmen, verlierst ihn gleich wieder. Und das, ja, das gleich wieder Probleme. Von Schrötter wirft ihn jetzt lang nach vorne Richtung Gütschlü. Markus mit dem Kopf dazwischen. Nochmal Einwurf. Von Schrötter hier ganz rechts im Bild für euch zu sehen. Wirft den Ball jetzt ein. Wirft den Ball kurz auf Reuter. Wir kommen zurück. Oh, gute Situation. Aber Flauder, Nachschusssituation für Hodja, aber der geht links da vorbei. Ja, Gütschl macht da alles richtig. Geht dann nicht gegen Flauder jetzt zum Ball. Steht aber so im Weg rum, dass er ihn stören kann. Ja, trifft ihn auch nicht gut, aber ja. Zurück zum Spiel. Flauder nun hier mit dem Abschlag weit nach vorne. Das ist Bosic. Gottwald köpft den Ball aber weg. Tag, Budenski. Ja. Von Schrötter jetzt viel Raum rechts. Husin Basic verfolgt ihn an. Markus kommt dazwischen. Es gibt Einwurf für den FSV. Sehr, sehr viele Einwurfsituationen aus in der Ecke hier. Viel Spiel auch von über rechts. Also der FSV ist deutlich aktiver über die rechte Seite. Absolut. Von Sommer haben wir noch nicht viel gesehen. Wirft er lang. Er geht an allen vorbei. Firat bekommt ihn im 16er. Jetzt gegen zwei. Aber im Zusammenspiel mit Vetter werden die den Ball zumindest erstmal los. Hodja nimmt ihn auf. Budenski. Reuter jetzt hier rechts. Es gibt Ecke für den FSV. Vielleicht geht jetzt mal was. Standard, also die Eckensituation waren bisher ja alle gut. Wir sind trotzdem drin, ja. Wir haben immer wieder Situationen im 16er. Und der Ball kommt jetzt rein. Geht dann einen rum. Gottwald köpft ihn drauf, aber Schlauder hat ihn. Gute Ecke hier und der Ball kommt jetzt rein. Aber kein Torerfolg. Garcia, aber Reuter ist dazwischen. Garcia bekommt den Ball gar nicht. Einwurf jetzt hier für die Kickers, die ein bisschen versuchen durchzuhaben. Ist noch eine gute Viertelstunde hier zu spielen in der ersten Halbzeit. Marcos mit dem Einwurf. Gottwald Richtung Gütschlü. Stimmt den gut an. Macht das Spiel breit. Macht den gut fest, vor allem, dass die Spieler nachrücken können.
Hodzai gegen Hussein Basic. Versuchen es nochmal bei Gütschü. Gütschü jetzt auf Reuter. Reuter alleine im Zentrum. Kriegt jetzt aber Unterstützung hier von Franjic. Fejic ist mit dem Flugkopfball dazwischen. Firat eröffnet jetzt hier wieder den Ballbesitz für die Gäste. Nimmt Dennis mit. Den Torschützen zum 1:0. Fejic, Hussein Basic, Dennis. Und jetzt wird das Spiel links mit dem langen Ball auf Marcos wieder eröffnet. Reuter braucht er ein bisschen länger, bis er wieder da ist. Aber kann er den zweiten Ball zumindest erobern. Ich weiß gerade kurz davor reinzubrüllen. Ja, das ist. Timo Kuhn hatte das hier mit großer Begeisterung immer wieder getan. Bitte fühl dich frei. Ja. Reuter tritt unterm Ball lang. Garcia nimmt ihn auf. Garcia jetzt gegen Van Schrötter und Reuter. Bringt den Ball in die Mitte auf Bosei. Er lässt aber nicht einfach stehen. Garcia, kein Elfmeter. Ja, ist natürlich. Wieder gut gemacht von Gütschi. Gut den Ball festgemacht, dass wir nachgucken können. Garcia bleibt liegen im 16er. Deswegen spielt Hodzai den Ball jetzt fair raus. 15 Minuten noch und hier mittlerweile läuft die Uhr hier jetzt auch wieder ganz normal nach vorn bei uns in der Anzeige. Hier kommt jetzt der Physiotherapeut auf den Platz. Schaut sich den Patienten mal an. Gibt ein bisschen Eis. Scheint vielleicht einfach unglücklich gefallen zu sein. Wir können kurz einen Blick auf die Bänke unten werfen. In der Zwischenzeit Ristic gibt da noch ein paar Anweisungen. Da sehen wir auch Fejic, die mit dem Co-Trainer im Gespräch, der mit dem Co-Trainer im Gespräch ist. Auf der Seite des FSV gibt es ein paar Getränke, die gereicht werden. Während Garcia nun wieder auf den Beinen ist und wohl auch wieder bei Bewusstsein und gleich das Spielfeld wieder betreten wird. Bocic gibt den Ball fair zurück. Ich habe vorhin, glaube ich, Bosei gesagt, ich möchte wieder für ihn zuschicken. Es war natürlich Bocic. Ah. Endres. Gottwald jetzt hier im Spielaufbau. Aber Fejic und Bosic öffnen jetzt hier das Pressing. Der BSV versucht zu überspielen, aber sich nur in die Seitenauslinie retten kann. Vetter mit dem Einwurf. Budenski, guter Außenrisspass. Von Schrötter jetzt verfolgt von Hussein Basic. Einwurf für den FSV. Wieder von dieser Situation. Du sagst es, die rechte Seite von Frankfurt ist auf jeden Fall aktiver. Gottwald kommt jetzt auch wieder in 16er mit nach vorne. Fejic köpft ihn raus. Hodzai. Ein guter Ball. Das ist zu wenig. Dennis hat den Ball. Macht das Spiel jetzt breit auf Firat. Die wirken auch einfach sehr gut eingespielt, die Kickers. Ne? Also, Dennis weiß halt, dass Firat genau da steht jetzt in dem Moment. Ja, und er ist einfach ein sehr guter Spieler. Also eigentlich der wichtigste Spieler bei den Kickers. Über ihn geht eigentlich wirklich das komplette Spiel. Und ja. Vetter macht jetzt hier mal ein paar Meter. Guter Pass auf Firat. Firat jetzt rechts neben der Box. Ecke. Firat nun wieder mit der Ecke von rechts. Bornheim ist aber als erster am Ball. Bringt ihn raus und weg. Aber Breitenbach kann diesen Ball erobern. Jetzt geht es rechts raus auf Firat. Der hat den Ball aber nicht mehr vor der Seitenauslinie.
Williams nur mit dem Einwurf. Wirft den Ball aber nur auf Vetter. Reuter kann ihn hier erobern. Zusammenspiel mit Gütschlü. Den Ball gut annimmt. Und zieht den Jäcki. Flügelt den erstmal in Seiten aus. Auch wie artistisch der Gütschlü gerade den Ball angenommen hat. Ne? In der Luft dann so sicher zu landen. Ja, stimmt. Er kann schon ein bisschen was am Ball. Ja. Hussein Basic nimmt den Langball von Endres hier auf. Man, das Spiel jetzt wieder breit über Garcia. Ja, spielen es gut über die Flügel, immer über Garcia, über Vierrad. Abseitssituation. Abseitssituation. Schiedsrichter Lemne nimmt es hier ganz genau und sagt, bitte 5 Meter nach rechts. Das war der Pass von Garcia auf Marcos, der hier die Abseitssituation vorher war. Endres nur mit dem langen Ball nach vorne. Fetsch ist da mit dem Kopf zwischen. Flauder. Von Schrötter ist hier mal dazwischen. Ja, macht er gut. Kein Foul. Gütschlü jetzt in der Vorwärtsbewegung. Gütschlü. Na, wird er gut vom Ball getrennt hier von Dennis. Hodja bekommt den zweiten Ball. Schießt einfach mal aufs Tor. Oh. Der Flauder lenkt ihn ans Gebäck. Weite Situation. Was steht Gütschlü im Abseits. Aber auch wirklich sehr, sehr gut gehalten von Flauder. Aber was für ein Schuss von Trainer Hodja. Boah. Und Flauder, wie er den noch... Siehst du, vorhin zeige ich noch zu dir, er ist zu weit, aber Dren hat schon bewiesen, dass er so, solche Schüsse auch drauf hat und von so einer Distanz einfach auch gefährlich ist. Ja. Zeitlupe fängt jetzt hier leider nur noch ein, wie Glitschel im Abseitsstand. Schade. Das war jetzt die deutlich beste Chance. Das war jetzt die deutlich beste Chance, hier 10 Minuten vor der Halbzeit. Ja, sehr gute Chance. Breitenbach. Budenski ist an Fußbreit zu spät. Außenverteidiger steht auch sehr weit vorne jetzt bei den Kickers. Marcos nimmt den Ball hier zum Beispiel auf. Gottwald in seinen Haus. Ja, aber es ist nicht einfach, so einen Ball zu verteidigen. Ne? Nein, er springt kurz davor auf. Schwer zu sehen, was hinter ihm ist, deswegen... Er macht alles richtig. Ich hätte ja erwartet, dass Endres einen Schritt rauskommt und ihn einsammelt. Aber vielleicht haben sie den auf dem falschen Fuß verwischt und dann... Ja. Alles richtig, dritte Ecke jetzt für die Kickers hier von der linken Seite. Garcia bringt ihn rein. Zweiter Pfosten. Wird aber dran vorbeigeköpft. Stadionsprecher weist nur darauf hin, dass die Maskenpflicht herrscht, auch hier auf der Haupttribüne bei den Sitzen. Das ist ein bisschen anders sonst die letzte Zeit. Das hat sich hier verändert. Zu Hause, wenn ihr das Spiel in der Badewanne schaut, müsst ihr natürlich keine Maske tragen. Reuter. Breitenbach ist hier dazwischen. Sommer. Der sich gedacht hat, ich kriege auf der linken Seite keinen Ball mehr, ich gehe jetzt nach rechts. Oh, Fetsch nimmt den Ball auf und Fetsch wieder im Zusammenspiel mit Firat. Vetter. Ecke. Kickers jetzt mit deutlich mehr Feldvorteilen im Spiel. Ball kommt jetzt rein. Geht an die Latte. Von Schrotter rutscht weg. Garcia prügelt das Ding am Tor vorbei. Oh, Glück gehabt für den FSV Frankfurt. Ich glaube, der hat Sabané selber an die Latte gebracht. Nein, es war Zielinicki. War die Zielinicki, ne? Ja.
Daniel Endres wird jetzt hier wieder mit Füßen belegt. Von Seiten der Kickers. Hodja eilt ihm entgegen. Garcia steht da. Savané. Gefährlich. Gut gemacht von Savané. Boah, von Schrötter. Wäre ja beim russischen Theater angestellt, beim russischen Ballett, den mit so einer Körperbeherrschung am eigenen Stammbein vorbeizuspielen, in dem Tempo. Beeindruckend. Marcos mit dem Einwurf, jetzt hier vor den Augen von Schiedsrichterassistent Kern. Bosic, Fitch, Savané neben nirgendwo. Budenski auch im Nirgendwo. Unser Spiel links über Garcia. Vetter. Bringt den Ball in die Mitte, da ist Hussein Basic. Gute aber Teilig. Daniel Endres, gute ja. Gute Teilig von Lukas Gottwald. Ja, stellt sich da sehr gut rein. Den Unterschied macht bisher das Elfmeter-Tor. Kicker ist für mich aber schon seit der Führung auch ein bisschen die leicht bessere Mannschaft. So ehrlich müssen wir es hier oben sagen. FSV hat seine Chancen, aber ich finde, die Kickers wirken irgendwie in der Gesamtheit einfach besser. Ja, und gefährlich einfach immer über ihre Außenspieler. Wirken auch ein bisschen ballsicherer. Dennis springt ja in die Luft ins Nirgendwo. Hütschler hat den Ball, bringt ihn rechts raus. FSV kann den Ball da aber nicht erobern. Garcia bekommt ihn. Das hat aber gar keinen Mitspieler in der Nähe, aber auch keinen Gegenspieler. Weiß nicht so ganz, was er damit anstellen soll. Und wenn man nicht weiß, beim Kickers, was man mit dem Ball anstellen soll, spielt man ihn auf Dennis raus. Fünf Minuten noch bis zur Pause. Breitenbach. Zieleniecki. Breitenbach wieder. Franjic läuft ihn jetzt mal an. Marcos. Kriegt den Ball im Doppelpass wieder. Savané muss raus. Spiel nicht in die Mitte. Ja, macht er gut. Gut verteidigt. Franjic. Jetzt aber gegen zwei ist einer zu viel für ihn heute. Gibt Einwurf für den FSV. Von Schrötter wirft ihn ein. Jetzt ist die Uhr links oben bei uns in der Anzeige stehen geblieben. Wir sind jetzt in der 42. Spielminute, kann ich euch sagen. Garcia mit einer Kerze. Fetsch ist aber der Einzige. Köpft aber dran vorbei. Bodenski. Hohes Bein, kann man schon fast pfeifen. Franjic nimmt den Ball gut runter gegen Dennis. Rechts hat jetzt Reuter ein bisschen Platz, aber der Fass ist zu kurz. Flauder schlägt ihn weg. Von Schrötter bringt ihn wieder nach vorne. Franjic. Ja, zu leichtfertig. Das ist einfach. Ja. Die Bälle werden zu schnell hergegeben in so einer Situation. Das ist einfach nicht gut. Flauder jetzt mit dem Abschlag. 3 Minuten noch regulär zu spielen. Ich denke, es wird eine Minute oder zwei nachgespielt. Wir müssen gleich mal ein bisschen versuchen, den Schiedsrichter Lemle im Blick zu behalten. Sommer heute, ganz blasses Spiel. Ich rede eigentlich nicht. Ja, aber es ist auch ein bisschen undankbar, weil unser Spiel ist wirklich sehr, sehr stark auf rechts ausgerichtet momentan. Und ja, hängt so ein bisschen in der Luft, das stimmt. Garcia jetzt hier am 16er. Von Schrötter stellt ihn. Garcia versucht den Ball rechts an von Schrötter und an Endres vorbeizubringen. Hat er abspielen können, aber ja. Es gibt Ecke. Eckball. Ich habe die Ecke ehrlicherweise nicht so gesehen. Hier jetzt vielleicht in der Zeitlupe. Ist da Savané vielleicht noch dran? Also ich würde sagen nein, aber ja. Es gibt auf jeden Fall jetzt Ecke von rechts hier. Wieder Vierrad. Endres boxt ihn raus. Vierrad bekommt den zweiten. Zusammenspiel mit Fetsch. Aber Fetsch rechts am Tor vorbei. Endres sortiert er seine Vorderleute.
Damit den Ball dann schön auf Hoja einfach durchspielen kann. Verfolgt von Bosic. Gottwald. Endres. Ja, Offenbach greift aber deutlich früher an. Pressen früher, pressen hoch. Letzte Spielminute läuft. Endres schlägt ihn mal nach vorne, aber da ist gar keiner in dunkler Spielkleidung. Reinmar und Marcos erobern dann den Ball. Flauder bekommt ihn dann. Hier sehen wir Dennis, der, wie wir es vorhin schon gesagt haben, zum 1:0 getroffen hat bei einer Elfmetersituation. Garcia. Sein Wechsel jetzt hier auf Marcos, da muss von Schredder mit dem Kopf dazwischen. Reuter. Franjic. Reinmar mit dem langen Bein dazwischen. Garcia, Hüseyin Basic. Vetter. Nachspielzeit läuft. Es wird eine Minute nachgespielt. Da sehen wir Hüseyin Basic. Der ist auf rechts rausgeeilt. Fetsch. Dennis. Bosic. Garcia. Jetzt war Reuter dazwischen. Hoja. Macht das Spiel jetzt hier gut breit. Über Sommer, über links. Williams. Bringt ihn früh in die Mitte. Gütschlü bekommt ihn. Gütschlü. Rutscht weg. Rutscht weg beim Schuss. Und der Ball ist gar kein Problem für Flauder hier. Das war es jetzt wahrscheinlich in der ersten Halbzeit. Ja, wir auch von ausgehen. Ball ist ja auch noch im Spiel, also ist ja nichts ausgegangen, deswegen ist das ja auch kein Zeitspiel gerade. Ja. Ja. Schiedsrichter sagt auch, jo, ich habe hier genug gesehen. Zur Pause zwischen dem FSV Frankfurt und den Kickers Offenbach steht es 0:1 nach dem Elfmetertor von Tuna Denic in der 23. Spielminute. Das Foul würde ich mir gerne nochmal ansehen, wir haben es leider nicht hier in der Zeitlupe eingefangen. Ja, Conny, was sagst du zur ersten Halbzeit? Ja, also das Tor war wirklich sehr, sehr unnötig, sehr, sehr bitter. Man hat schon gemerkt, dass die Kickers wirklich ein gutes Team sind, haben uns auch gut unter Druck gesetzt, aber ja, Chancen auf beiden Seiten mit dem sehr, sehr guten Schuss von Dren Hoca, aber auch einen Lattenkopfball von Cielnicki. Es ist auf jeden Fall noch alles drin, aber ja, ist schon noch sehr, sehr bitter mit dem Elfmeter, mit dem dummen Foul eigentlich, wobei ich es auch nicht mehr gesehen habe, aber ja. Man muss aber auch sagen, Kickers heute bisher das komplettere Team. Absolut, ja. Also man muss schon sagen, man sieht, ne, ihr Selbstvertrauen, wie sie sich einfach in den letzten Spielen verschafft haben mit ihren vielen Siegen. Das sieht man schon, sehr, sehr stabile Mannschaft, auch immer gefährlich über die Außen. Tuna Denic, der das Spiel von denen wirklich sehr, sehr gut leitet. Also, ja. FSV aber auch nicht chancenlos. Wird hier nicht an die Wand gespielt. Wir können auf jeden Fall noch auf zweite gute 45 Minuten hoffen. Du bist die zweiten 45 Minuten dabei, nicht dabei. Weiß ich gar nicht, müssen wir gleich nochmal besprechen. Wir haben da kein Problem mit. Ja. Und wir verabschieden uns jetzt auf jeden Fall in die Pause. Wir werden uns nämlich ein Heißgetränk holen, Kaffee oder sowas. Und wir sehen uns dann wieder hier zu den zweiten 45 Minuten in diesem Hessen-Derby. Bis gleich. We'll be right back.
wieder zurück zur zweiten Hälfte des Hessen-Derbys zwischen dem FSV Frankfurt und 1899 und den Kickers aus Offenbach von 1901. Zur Pause steht es hier 0-1 für die Kickers durch ein Elfmeter-Tor von Tunay Deniz, für alle, die das mittlerweile schon wieder vergessen haben. Ansonsten ist es hier ein ausgeglicheneres Spiel, als ich es erwartet habe. Die Kickers mit ein bisschen mehr Feldvorteilen und mehr aber auch nicht. Hier sehen wir Arif Gütschlü in der Großaufnahme, denn die FSV-Spieler sind schon auf dem Platz zurück, um zu zeigen, ey, wir sind da, wir wollen was zeigen. Hier sehen wir Franjic und Sommer im Gespräch. Werden die Kickers sich noch 2 Sekunden Zeit lassen, genauso wie Schiedsrichter Lemle und seine Assistenten. Spiel ist, beziehungsweise das Wetter ist deutlich nasser irgendwie geworden. Es regnet nicht, aber irgendwie zieht sie so ein bisschen hoch. Thomas Konrad, der uns hier in der Vorberichterstattung und der ersten Halbzeit begleitet hat, hat sich verabschiedet, leider. Denn er wollte seine Frau das Spiel nicht komplett alleine gucken lassen. Das kann man auch verstehen. Vielen Dank, aber er hat das hier sehr gut gemacht hier in der ersten Halbzeit. Was erwartet uns in der zweiten Halbzeit? Ja, Bornheim muss mehr machen. Holger gefällt mir heute sehr gut, einer der Stärkeren auf der Bornheimer Seite, genauso wie Gütschlü. Läuft eigentlich vieles richtig. Der Elfmeter, wie gesagt, schaut euch später nochmal selber an in den Highlights, beziehungsweise im Real Life. Für mich ist er außerhalb, aber Schiedsrichter hat es mal so gepfiffen und deswegen steht es hier 0-1 zur Pause. Unten kommt jetzt auch der Schiedsrichter gespannt wieder raus. Hat einen Ball dabei, ausgezeichnet. Spielgerät ist also auch da. Es fehlen nur noch die Gäste aus Offenbach. Die jetzt von links nach rechts spielen werden in der zweiten Halbzeit. Von der Gästetribüne weg auf die Südtribüne. Das heißt, der FSV hat jetzt auch seine Heimfans im Rücken. Und hier kommt Kapitän Flauder, führt seine Mannschaft hier auf den Rasen zurück. Einen Wechsel sehen wir bei den Benamor Boom heute bisher nicht. Und auch die Gäste kommen unverändert aus der Kabine. Flauder klatscht hier nochmal mit ein paar seiner Kollegen ab, wenn wir jetzt hier in die zweite Halbzeit gehen werden. Die zweiten 45 Minuten dieses Spiels. Der FSV wird anstoßen und heute in den Sondertrikots in der dunklen Spielkleidung von rechts nach links spielen. Franjic stößt an. Wodenski bringt ihn mal rechts raus auf von Schrötter. Das Garcia aber dazwischen. Savané kann den Ball aufnehmen. Nimmt ihn sehr gut an. Ja, Bornheim sicher im Ballbesitz. Hodja. Gütschl kommt rechts raus. Von Schrötter. Savané. Langer Ball rechts raus. Aber das ist nur Marcos. Garcia. Schlägt ihn lang auf Bocic. Er hat einen ganz schönen Körper und den setzt er hier auch sehr gut ein. Macht den Ball erstmal fest. Das ist Deniz, der Torschütze zum 1-0. Hier Niki. Vetter. Versucht hier Vierrad einzusetzen. Vetter, Vierrad. Weil wir sehr gut zusammen auf der rechten Seite heute. Können wir mal neidlos anerkennen hier. Vierer bekommt den Ball jetzt als Chipball und der geht aber lang drüber. Da versucht er den aufs lange Eck zu ziehen über Daniel Endres hinweg. Aber der wird nix. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Zack und drüber. Beim FSV sehen wir jetzt auch hier oben, zentral im Bild, machen sich die Ersatzspieler hier warm. Ich denke, wir werden hier ein paar Wechsel sehen. Weiterhin sind 5 Wechsel erlaubt. Davon werden wir bestimmt 2-3 sehen. Vor allem, wenn der FSV weiterhin zurücklegen wird, da wird bestimmt Hurst ins Spiel kommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Davich hier spielen wird. Vielleicht für den in der ersten Halbzeit wirklich belassen Sommer. Foul hier an Fetsch. Wodenski setzt sich mal hin. Zeigt an, irgendwas stimmt hier nicht mit mir. Linker Oberschenkel macht Probleme.
Kann er weiterspielen? Eifriger Kommunikation hier mit der Bank. Na, muss noch ein bisschen gehen, komm. Jelinecki hier mit dem Freistoß kurz ausgeführt, bekommt den Ball zurück. Wird angelaufen von Gülçlü. Dennis, hier der Dreh- und Angelpunkt der Kickers. Der läuft aber durch bis zu Endres. Ja, wie kann gewechselt werden beim FSV? Azorg ist auf der Bank, Hörst ist auf der Bank, Davisch ist auf der Bank, Karahan, Mangafic, das sind alles Kräfte, die dieses Spiel hier beleben können. Sommer, Vierer mit dem 1A-Tackling. Reuter wird hier überspielt von Breitenbach. Markus hat den Ball. Reuter macht aber jetzt über die ganze Strecke wieder zurück. Markus nimmt Tempo auf. Garcia ist auf der linken Seite mit dabei. Der kriegt den Ball jetzt auch. Links jetzt neben der Box. Bringt den rein. Und das ist ein Eigentor von Ayusa Bane. 2:0 in der 49. Spielminute. Ja, da feiert sich Garcia jetzt, aber Savané ist der, der Daniel Endres hier schlussendlich bezwingen kann. 49. Spielminute, ein Eigentor. 0:2 steht es jetzt hier aus Sicht des FSV und da ist Endres komplett machtlos. Beim FSV kommt jetzt Azuak ins Spiel. Schicht im Schacht hier für Fabian Herbert Budenski, der in der ersten Halbzeit laufstark war, ein gutes Spiel gemacht hat, aber vermutlich macht der Oberschenkel jetzt nicht mehr so mit, dass man dieses Hessen-Derby hier weiter bestreiten kann. Alles Gute von hier oben. Und Ahmed Azuak jetzt hier auf der 6 neben Hodja. Steht jetzt hier 0:2 nach diesem Eigentor. Gütschel geht gleich mal in die Offensive. Das Azuak, erste Ballberührung. Gottwalds Ball geht aber auf niemanden. Einwurf jetzt hier für die Gäste. Da sehen wir Vetter mit den Händen am Ball. Fehlt, spielt sich an. Ball geht aber auf Firat. Azorak ist mit dem Kopf dazwischen. Gleich drin im Spiel. Mit seinen feuerroten Schuhen hier. Firat gegen Azuak, gegen 2, das Foulspiel hier. Sommer mit dem Foulspiel, Schiedsrichter Lemle nochmal hier mit dem pädagogischen Gespräch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sommer hier noch allzu lange gespielt heute. Ja, jetzt bestimmt im Hintergrund noch die Fangesänge der Kickers-Fans, die jetzt hier natürlich ein eifriges Oberwasser haben beim Zwischenstand von 0:2. Freistoßsituation hier nun. Da stehen Garcia und Firat beide bereit. Firat ist aber der den Ball reinbringen wird mit Zug zum Tor. Wenig Zug zum Tor, dafür deutlich länger. Läuft aber durch, denn Bosic kommt hier gar nicht an den Ball. Endes macht das Spiel schnell. Verlieren den Ball aber hier. Garcia rutscht weg. Einwurf für den FSV. Franjic, wir waren mit dem Knie an. Ja, jetzt ist hier aber ganz viel Unruhe auf einmal im Spielaufbau. Azuak lässt Fejc aussteigen, macht das Spiel auf rechts breit. Da ist Reuter. Meute nicht schlecht gefällt in seiner offensiven Rolle. Husein Basic. Azuak aber als Balldieb jetzt hier auf dem Platz und nimmt den mit. Gottwald, Williams. Williams lässt Vierer da aussteigen. Sein Ball landet aber bei den Kickers. Fejc. Williams stellt da gut den Körper rein. Es gibt jetzt hier Einwurf für die Kickers. Vetter. Bosic. Azuak. Gegen Vierer.
Bosic, jetzt auch nochmal dazwischen, jetzt kriegt nochmal den Ball und den verspringt er. Der hat heute einen komplett gebrauchten Tag. Es gibt hier einen Foulspiel an Williams, das gepfiffen wird. Ich frage mich, wie lange, also jetzt mal den ganz deutlich hier zu sagen, wann hier der nächste Wechsel kommt beim FSV. Franjic fordert den Ball, kriegt ihn auch. Jetzt im Zusammenspiel vielleicht mit Sommer, nein, Firat ist wieder dazwischen, der bärenstark heute spielt. Kickers machen jetzt wieder das Spiel breit, das ist Marcos. Linke Seite hier mit Garcia. Marcos hinterläuft, bekommt den Ball zurück. Muss Endres haben. Endres kriegt ihn nicht ganz. Das ist die Schusssituation für Firat. Aber der tritt über den Ball. Glück für den FSV, hier könnte es jetzt auch 0-3 stehen. Oh. Jetzt kommt man hier auch in der Defensive ins Schwimmen. Breitenbach. Flauder. Langer Ball Richtung Fetsch. Foulspiel hier an Hoxha. Ja. Freistoßsituation. Kann Hoxha weiterspielen. Scheint einen auf die Nieren mitbekommen zu haben. Also Agnew mit dem Fuß am Ball. Ja. Sehr zentrale Position. Kann das Spiel jetzt entweder breit machen oder den Ball nach vorne chippen. Aber das ist immer das Problem, dass die häufig bis zu Flauder einfach durchlaufen. Bringt ihn auf die halbrechte Position. Aber von Schrötter rutscht das Ding über den Scheitel ins Tor aus. Ja, 35 Minuten noch zu spielen. 0-2. Ja, Flauder macht das Spiel, öffnet das Spiel flach. Ball läuft durch rechts auf Vetter. Fetsch. Ah, sagen wir mit einem langen Bein dazwischen. Die können den Ball jetzt hier holen. Hier ist Franjic auf der linken Seite. Wird aber gleich gegen zwei gestellt. Nimmt Sommer mit. Sommer auf Hoxha. Hoxha kriegt den Ball aber nicht auf Franjic zurückgebracht. Der FSV kann den Ball mit Williams holen. Hier Reuter, der jetzt im Zentrum ist, mitnehmen. Und Reuter prügelt das Ding aufs Tor, aber rechts dann vorbei. Ball war abgefälscht, es gibt Ecke. Fetsch hier noch am Ball. Ja, Fetsch fälscht den Ball ab. Deswegen gibt es hier Ecke von rechts. Und das ist eine Möglichkeit für den FSV Frankfurt, vielleicht mal eine Standardsituation ins Spiel zurückzukommen. Hier sehen wir jetzt auch Gottwald. Da sehen wir von Schrötter. Da sehen wir Savané. Alle drei jetzt im gegnerischen 16-Meter-Raum. Franjic sichert hinten ab. Ball kommt jetzt in die Mitte. Auf Marcos. Ey. Williams zurück auf Marcos. Ja, Reuter kann den Ball erobern, sehr gut. Viererkette sortiert sich, während Azok hier gegen Bosic im Zweikampf ist. Von Gottwald auch den Ball brav zurückbekommt. Azok jetzt hier der Spieleröffnung. Aber dieser Pass von Hoxha landet ihm nirgendwo. Firat, das müsste Einwurf geben für die Heimmannschaft vom FSV. Hoxha, Azuak, Vorsicht, Hintermann, verlieren den Ball, Firat. Und der besagte Hintermann, das ist nämlich Hüseyin Basic gewesen, der ist jetzt auf der rechten Seite alleine durch. Gottfried muss ihn erstellen, blockt die Flanke aber gut ab. Es wird gewechselt. Beim MSV kommt jetzt Jack Hurst ins Spiel. Und für Yannick Sommer ist hier Schluss. Sommer ist hier zur Seitenlinie direkt zur Bank gegangen. Hurst nun im Spiel. Der hat Derby-Erfahrung, auch in diesem Derby hat er auf Seiten der Kickers schon mal getroffen. Sogar zweimal in diesem Spiel, über das ich eigentlich nicht mehr reden möchte. Zurück zum Spiel, das hier gerade läuft. Das ist Vetter mit dem Einwurf. Flanke. Zweiter Pfosten. Läuft an allen vorbei. Garcia kann ihn aber aufnehmen vor der Seitenauslinie. Bringt ihn zurück in die Box. Firat kommt hier nicht zum Kopfball. Savané humorlos weg.
Gerade ein bisschen wie ein Tennisspiel, der war Hörst jetzt das erste Mal am Ball. Gütschlüter spielt Reuter. Ah, ist das ärgerlich. Einwurf für die Kickers. Breitenbach. Jeleniki. Vetter. Fetsch. Dennis. Versucht Garcia hier einzusetzen. Aber Daniel Endres bekommt diesen Kopfball. Ja, gute halbe Stunde noch zu spielen. Kickers führen hier mit 2. Stehen ja auch solide, aber vielleicht kann der FSV jetzt hier mit Hurst und Asuak ein bisschen mehr reißen. Dadurch, dass Hurst jetzt auch ins Spiel gekommen ist, hat Franjic sich auf die Sommer-Außenposition auf der linken Seite bewegt. Gütschlö jetzt so ein bisschen hier hängende Spitze. Hurst Mittelstürmer. Ja. Firat, der ist drin. Nein, der ist nicht drin. Oh, der legt da rechts dran vorbei, aber Millimeter. Also, Bosic und Gottwald haben sich da beide sehr gerne und haben hier nicht das anderthalb Meter Gebot eingehalten. Ja, und Firat ist der am Ende den langen Ball aufnehmen kann, aber ihn zwar über Endres spielt, aber rechts am Tor vorbei. Werden wir die Zuschauerzahl jetzt hier präsentiert bekommen von Sanitätshaus Förster. 3600 Zuschauer heute hier am Borner Magen bei diesem Hessen-Derby. Schusssituation, die geht aber links drüber. Oh. Ja, wir entschuldigen irgendwie die technischen Probleme heute bei unserer Zeitlupe. Immer stimmt hier nicht mehr eine Einstellung und wir lassen es, glaube ich, dann einfach lieber. So, zurück zum Spiel. Da sehen wir Asuak, der Budinski ersetzt hat. Auf Hurst, der Sommer ersetzt hat. Auf Gütschlü. Breitenbach aber hier dazwischen. Garcia. Kickers wieder in der Vorwärtsbewegung. Bietet sich aber keiner an. Kriegt den Ball aber wieder, weil Bosic da den Zweikampf gewinnt. Bosic bekommt jetzt ja auch den Ball. Bringt den flach rein. FSV kann ihn aber mit Gottwald und Savané nicht klären. Schusssituation. Kein Elfmeter. Oh. Und Dennis spielt den Ball lieber sicherheitshalber erstmal zur Seite raus. Asuak mit dem Fehlpass hier auf Fetsch. Kickers machen das Spiel jetzt wieder schnell und breit. Rechts raus auf Firat. Firat gegen Williams. Franjic geht da nicht richtig in den Zweikampf, aber Endres hat ihn da vor Bosic. Oh. Kickers jetzt auch mit dem Chancenplus in der zweiten Halbzeit. So, der FSV dagegen zu setzen. Kräuter. Zusammenspiel mit Hurst, aber Hurst verliert hier den Ball an Marcos. Und dann faulen sie den Marcos auch noch. Mann. Knappe halbe Stunde noch. FSV ist einfach zu ungenau. Verliert die Bälle zu schnell. Wenn die Kicker sich hier sehr viel Zeit lassen mit der Ausführung des Freistoßes, jetzt doch mit Flauda, das hätte man sich vielleicht auch 30 Sekunden früher überlegen können. Sei es drum. Flauda mit dem langen Ball nach vorne Richtung Fetsch. Fetsch gegen Hodja. Fetsch kriegt den Ball aber auf Dennis raus. Der bringt ihn gut auf Vetter. Vetter jetzt gegen Franjic. Firat ist der, der den Ball aufnimmt. Firat mit dem Ball in die Mitte, das ist Dennis. Versucht den Steckpass. Asuak erobert aber den Doppelpass. Das ist Reuter. Der Marcos sehr gut liest und ihn mit einer Drehung aussteigen lässt. Von Schrötter deswegen jetzt mit sehr viel Grün vor sich. Bringt den Ball auf Hurst. In der Mitte steht Gütschlü. Flauda, Schuss, nein, nichts. Hodja, Nachschusssituation. Hodja, Flauda hat ihn. Oh, das hätte eigentlich das 1-2 sein müssen hier aus der Sicht des FSV Frankfurt. Mann! Einwurf.
Franjic auf Hurst. Das ist Azuak. Jetzt ein bisschen wenig Bewegung. Bewegen! Williams. Ich spiele das mal sicher hinten rüber, aber Gottwald. Da war Hurst, kam auf der rechten Seite durch und Azuak und Reuter schafft es nicht in der Mitte, den Ball reinzudrücken. Und Hodja noch in der Schusssituation, die kann Flauder aber entschärfen. Mann! Hodja jetzt hier. Franjic. Unterlaufen von Williams. Williams bekommt jetzt den Ball. Vetter, Williams. Vor der Torauslinie. Vetter mit dem Foul an Williams. Das ist auch gelb. Ah, Schiedsrichter sagt das nicht. Gute Freistoßsituation jetzt hier für den FSV. Ist fast wie eine Ecke. Lemle, der Schiedsrichter, zeigt genau an, wo der Ball zu platzieren ist. Wird jetzt auch eine Zwei-Mann-Mauer bestehend aus Firat und Garcia. Über einen Standardschütz beim FSV tauschen sich darüber aus, wie der Ball in die Mitte zu bringen sei. In der Mitte stehen jetzt auch die Innenverteidiger wieder. Da kommen wir flach raus auf Azuak. Azuak mit der Schusssituation, aber weit drüber. Thomas Konrad, ihr wisst schon, der in der ersten Halbzeit hier war, der hat gesagt, Stärken eigentlich vom FSV Frankfurt, solche Standardsituationen, aber das war nix. Flauder nun wieder mit dem Abschlag. Offener Schlagabtausch dieses Spiel beim Stand von 0:2. FSV kann den Ball erobern. Das Hodja. FSV stellt jetzt von der Grundformation ein bisschen um. Sieht mir mehr aus wie 4-4-2 Raute. Und der Kollege, der in der Raute vorne spielt, ist nämlich Azog, der bekommt hier den Ball und wird von Fetsch dabei umgefault. Und Schiedsrichter Lemle hat vielleicht die Karten auch in der Kabine gelassen. Hier liegen jetzt zwei, da ist auch noch Breitenbach. Wenn der ausfällt für die Kickers, wird es in der Innenverteidigerposition ganz, ganz düster. Der nominelle Innenverteidiger auf der Bank ist Enes Zengin und der ist 18 Jahre alt. Die anderen Innenverteidiger unter anderem Karpstein verletzt. Aber alle stehen wieder. Ich glaube, Dwayne Hodja, der hat doch eigentlich so einen guten Schuss. Das ist heute auch gut drauf eigentlich. Der könnte sich hier zutrauen, das Ding direkt aufs Tor zu bringen aus diesen ungefähr 25 Metern zentraler Position. Flauder stellt eine Mauer von dreien. Das sind, ja, Franjic sagt es und ich denke das auch, das sind 9,15 Meter, sind das nicht. Hodja probiert es direkt in die Mauer. Robin Williams zaubert den Ball hier, weil der am Anstoßkreis absichert und kann den Ball links rausbringen auf von Schrötter. Der bringt den Ball jetzt auf den langen Pfosten, aber Hurst köpft ihn nur auf Lauder. Das Hussein Basic. Jetzt sehr viel Raum machen kann, aber Azuak, der die erste Halbzeit nicht gespielt hat, kann ihm dahinter eher ein und den Ball zumindest über die Torauslinie bringen. Deswegen jetzt Eckball für die Gäste. 25 Minuten noch zu spielen. 0:2 der Zwischenstand. Garcia bringt den Ball von links rein. Ist jetzt ja auch auf dem Weg zur Eckfahne. Kurz Zeit für alle und auch für uns hier oben mal kurz durchzuatmen. Interessante Raumaufteilung hier bei den Kickers. Einer steht am ersten Pfosten, der Rest versucht in den Ball reinzulaufen. Aber kein Problem hier für Egges, den Ball aufzunehmen. Der ihn auch von Schrötter abwirft. Von Schrötter verfolgt von Garcia. Garcia ins Tor, ins Seitenhaus. Einwurf für den FSV. Von Schrötter jetzt mit den Füßen am Ball. Azuak. Links wäre sehr viel Raum gerade. Schauen, ob Endres das jetzt auch wahrnimmt. Ja, der Raum hat sich währenddessen auch schon wieder alles verschoben. Das ist aber nee. Guter Ball hier auf Hurst. Wenn er den einfach durchlaufen lässt und nicht versucht, ihn anzunehmen, dann hat er viel mehr Möglichkeiten. Einwurf nun
für den FSV hier von Schrötter, 25 Meter von der Eckfahne entfernt. Wenn noch was gehen soll Richtung Ausgleich, da müsste langsam aber sicher vielleicht mal ein Anschlusstreffer zustande kommen. Von Schrötter wirft den Ball Richtung Hörst. Marcos hat ihn. Azuak verliert den Ball hier an Garcia. Der schlägt ihn aber nur raus über die Seitenlinie. Von Schrötter wieder mit dem Einwurf. Es gibt jetzt zwei Bälle auf dem Feld. Rechts, aber vielleicht ist der Balljunge einfach schnell genug, den Ball aufzunehmen. Und nein, Daniel Endres sagt, ich gehe rüber, sammle den Ball ein, bringe ihn über die Seitenauslinie. Jetzt das Spiel wieder öffnet. Einwurf geht zu Gottwald. Das ist Hodja. Versucht hier Williams einzusetzen. Vetter ist aber als Erster am Ball. Franjic im Zweikampf. Hodja. Azuak. Götzschlö. Rechts vielleicht von Schrötter mitnehmen. Nein, nimmt Sabané mit. Jetzt kriegt von Schrötter den Ball und nimmt den schlecht an. Ah! Einwurf für die Gäste. Marcos wirft den jetzt ein. Auf Bosic. Der ist zurückgeeilt. Und nochmal Einwurf für die Gäste. Beim FSV gibt es jetzt einen Doppelwechsel. Da sehen wir Davich und Mangafic. Die kommen jetzt auf den Platz. Schicht im Schacht ist deswegen für Hodja. Mangafic wird seine Position hier übernehmen. Und für Reuter, der ist auf der Gegenseite aus dem Feld raus, kommt jetzt Davich ins Spiel. Also Mangafic und Davich nun im Spiel für Reuter und Hodja. Mangafic orientiert sich auf die 6. Davich auf die rechte Mittelfeld, rechte Außenposition, die Reuter vorher eingenommen hat. Marcos nun mit dem Einwurf nach der Auswechslung. Nochmal Einwurf für die Kickers. 20 Minuten noch zu spielen. Marcos wirft ihn mal Richtung Firat. Er bringt ihn zurück auf Dennis, aber Gütschli kann ihn erobern. Das ist Mangafic. Der ist jetzt natürlich frisch von der Bank. Macht das hier gut. Hat den Ball enger am Fuß. Versuchen jetzt Hörst einzusetzen. Aber verliert den Ball dann am Breitenbach. Und jetzt wieder der Gegenzug der Kickers. Hier sehen wir jetzt Garcia. Garcia. Sabané mit dem Körper dazwischen. Blockt den Ball ab. Das ist Dennis. Ordnet das Spiel jetzt wieder. Verliert den Ball aber. Kriegt den nicht an Vetter, sondern nur auf Franjic. Und Franjic macht das Spiel seinerseits weit nach vorne. Rechts ist da Jake Hurst. Jetzt auf dem Weg Richtung Eckfahren. In der Mitte Gütschlü. Gütschlü bekommt den Ball. Und kriegt ihn nicht irgendwo hin. Es gibt Abstoß. Schiedsrichter zeigt klar, es sind zwei Bälle auf dem Platz. Kickers könnten hier mal den Ball vielleicht einfach ins Tor ausbringen. Flauder nur mit dem Abschlagen nach dem Gütschel vorhin den Ball in der Mitte nicht gut verarbeiten konnte. Bosic gegen Sabané. Nein, Bosic gegen Gottwald. Sabané. Firat, da mit dem Foulspiel. Ja. Gibt dir nochmal ein pädagogisches Gespräch von Lemle, der noch keine Karte gezeigt hat in diesem Spiel. FSV-Spieler hier am Boden. Der nämlich das Knie von Firat in die Magengegend bekommt. Williams ist es. Und das Spiel ist wieder eröffnet. Mangafic. Franjic. Einwurf für die Kickers. Oh, Franjic lässt die Schultern hängen. Diskutiert er nochmal mit dem Schiedsrichter. Ja.
Firat setzt hier Fetsch ein. In der Mitte ist Hüseyin Basic. Der kriegt den Ball auch mitgenommen. Legt nochmal links drauf. Und Gottwald klärt das 1A, indem er einfach Bosic anschießt. Boah. Glück für den FSV Frankfurt aus der Szene. Viel zu wenig gemacht hier von Seiten der Kickers. Endres schlägt den Ball jetzt nach vorne. Hörst hebt den Arm und sagt, ich will ihn. Aber bekommt tut ihn Davies. Aber Marcos eilt dazwischen. Oh, den Ball ist jetzt auf der linken Seite unterwegs. Und unterstützt von Garcia. Garcia bekommt den Ball, ist jetzt in der Box. Kein Zugriff auf Garcia. Der geht aber links dran vorbei. Oh. Es gibt Ecke. Da ist nämlich noch ein Bornheimer Bein offensichtlich dazwischen gewesen. Und diese Ecke wird von Garcia in die Mitte gebracht. FSV spielt den Mann gegen Mann bei der Ecke. Kriegt den mal rausgeschlagen. Mangafisch kriegt den nicht unter Kontrolle. Breitenbach ist dazwischen. Einwurf für den FSV. Gottwald. Williams. Franjic verliert den Ball an Firat. Fetsch. Vetter. Fetsch. Kein Zugriff hier von den FSV-Spielern. Gütschl ist mal dazwischen. Jelinicki bringt den Ball noch nach vorne. Gottwald auf den Boden. Mangafisch hat ihn nun. Davies. Oh, verliert den Ball hier an Hüseyin Basic. Und setzt sich hin. Ich glaube, sein Knöchel oder seine Bänder oder seine Muskeln machen das Ganze noch nicht so mit, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Mangafisch spielt den Ball erstmal raus. Kurzer Blick Richtung Bank von Tommy Brendel. Na. Davies hat sie wohl vertreten oder sowas. Läuft jetzt aber wieder glatt. Kicker ist sehr fair, geben den Ball zurück. Gottwald. Mangafisch. Denis erobert den spielerisch leicht. Foulspiel am Bosic von Azuak. Standardsituation für die Gäste. Rechts geht der Ball raus auf Vetter. Aber der geht ins Seitenhaus. Einwurf für die Gäste. Vetter holt sich mal eben den Ball unter der Tribüne ab. Obwohl der Schiedsrichter passend einen liegen hat. Ja. Wir haben Zeit mitgebracht. Bosic. Läuft durch bis zu Flauder. Marcos, kein Ball hier für Azuak. Vetter, Fetsch. Denis. Boah, sehr guter Ball, muss man sagen, hier auf Marcos raus. Der bringt den Ball lang, länger. Firat übernimmt ihn in der Box. Vetter bietet sich als Anspielstation an, bekommt den Ball. Fetsch. FSV jetzt gut hinten eingeschnürt. Wie ein Päckchen, das man an Weihnachten versenden möchte. Und ohne Zugriff. Jawohl, jetzt haben sie mal den Ball erobert. Azuak legt den sehr gut an Denis vorbei. Marcos gegen Hurst. Hurst. Ah. Ja, Flauder muss sich da nicht beschweren, nachdem Breitenbach und Marcos im Zusammenspiel den Hurst in ihn reingeschoben haben.
Trotzdem tut das natürlich weh. Aber es geht weiter für den Kapitän der Gäste. Viertelstunde noch ungefähr mit Nachspielzeit. Kickers bisher noch ohne Wechsel. Und bisher sieht es nach für die Kickers aus nach dem 8. Sieg im 9. Spiel. Flauder mit dem langen Ball jetzt hier. Vetter, verfolgt von Franjic, aber auch nur verfolgt. Und da setzt Williams den Körper gegen ihn ein, lässt ihn da über den Oberschenkel springen. Und das ist die erste gelbe Karte in diesem Spiel. Und eine gute Freistoßsituation hier für die Gäste von der anderen Seite des Mainz. Vetter. Jetzt wieder auf den beiden Hinterbeinen. Scheint er vermutlich das Bein in die Rippen bekommen zu haben. Es pumpt er immer die komplette Luft aus der Lunge raus, aber es geht hoffentlich für ihn weiter. Ja, wenn der Links hier nochmal im Bild zusammensackt. Nein, es geht nicht weiter für Vetter, würde ich sagen. Hier kommt jetzt auch der Physiotherapeut aufs Feld. Mein Kickers kommt jetzt einer rüber zur Trainerbank gelaufen. Zieht sein Leibchen aus, wird vermutlich für Vetter ins Spiel kommen. Der hier gutes Spiel gemacht hat, gute Laufleistung. Vierer hält den Daumen währenddessen nach oben Richtung Trainerbank. Aber vielleicht sagt der Trainer, ja, ich habe vielleicht auch einen Ersatz für Vetter. Gucken wir mal. Der Einwechselspieler ist für mich auch unter der Abschirmung, unter dem Regendach der Gästebank verschwunden. Kann auch nicht einschätzen, ob er jetzt ins Spiel kommt oder nicht. Gute 10 Minuten noch. Kommen wir zurück zum Spiel. Vetter wird unten nochmal ein bisschen ärztlich behandelt. Zurück zum Spiel. Garcia mit dem Ball in die Mitte. Geht dann fast an allen vorbei. Hinten ist es Fetsch, der versucht den Ball mit dem Kopf nochmal aufs Tor zu bringen, aber das gelingt nicht. Ballbesitz für den FSV. Schon wieder zwei Bälle auf dem Feld. Asorg mit dem langen Ball hier nach vorne. Das ist Dennis. Leute mit einem dicken grünen Streifen hinten auf dem Rücken ist. Savané wird hier angelaufen. Bosic erobert den Ball. Bosic versucht ihn mit dem Tor des Monats Versuch, aber der geht rechts rüber. FSV versucht sich jetzt hier schnell rauszuspielen. Gottwald. Oh, ganz knapp hier noch vor Fetsch am Ball. Jetzt sehen wir die Kickers am Pressen. Muss Franjic mit zurückeilen. Mangafic. Hendriss hatte sich ja auch als Anspielstation nochmal angeboten. Davies. Von Schrötter. Azog bietet sich an, bekommt den Ball. Azog jetzt rechts neben der Box. Bringt den Ball in die Mitte, aber der ist zu lang. Da ist keiner. Vierer nimmt den Ball auf. Auf Vetter. Und Vetter schlägt das Ding hier auf die Haupttribüne. Der wird sicher gefangen. Hier im A-Block. Mangafic. Pass ins Nirgendwo. Brian Maschlinken raus. Das ist Davies. Mit dem Ball auf Fetsch. Bosic. Jetzt auf Firat. Endres kommt raus. Den hat er sicher. Gottwald.
Franjic, der jetzt hier die Sommerposition ja geerbt hat auf der linken Seite. Zusammenspiel mit Williams. Williams Richtung Gütschlü. Gütschlü, Situation, aber der wird geblockt vom Breinbar. Es gibt Ecke von links. Oh. Franjic macht sie da Zusammenspiel bereit. Wird nochmal gewechselt vielleicht. Nee, ich dachte, ich hätte Pfiffe von den Schiedsrichtern gehört. Williams stehen da. Franjic steht da auch. Williams bringt den Ball in die Mitte. Flauder hat ihn problemlos aus der Luft. Keine gute Ecke. Kickers machen das Spiel jetzt wieder schnell. Dennis versucht Garcia einzusetzen. Azuak ist aber dazwischen. Azuak. Franjic. Knappe 10 Minuten noch. Mangafic. Links raus auf Williams. Gütschlü. Gütschlü gegen Fitch. Kann sich da gut behaupten. Bietet sich jetzt aber auch keiner gerade in der Mitte an. Davies macht das Spiel breit, wo es nicht breit sein muss. Und der FSV verliert wieder den Ball. Bosic hat ihn. Und der ist einfach ein Kopf größer. Und das ist ein Handspiel übrigens hier von Gottwald. Schiedsrichter sagt, die Hüfte wurde angespielt. Okay. Glücklich. Flauder, rutscht der Ball aber entspannt, aber 16 Meter vom Tor, den nimmt er ganz locker wieder an. Dennis. Vetter. Und die Seitenauslinie. Also, Mangafic. Gottwald. Schön dabei hier von Azuak. Franjic. Links hat Williams richtig Raum. Jawohl. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Aber Breitenbach klärt ihn weg. Zweiter Ball geht an Mangafic. Franjic. Zieht in die Mitte. Da ist aber Vetter dazwischen. Steckt den Ball auf Hurst. Hurst auf Gütschlü. Aber Breitenbach wieder dazwischen. Schlussendlich ist Hussein Basic. Der versucht Bosic einzusetzen. Aber hier Gottwald am Ball. Von Schrötter. Endres. Angelaufen von Hussein Basic. Azuak. Savané. Von Schrötter mit dem langen Ball da vorne. Hörst nimmt ihn da gut an. Davies. Verliert den Ball aber fast. Kriegt ihn aber wieder. Schiebt den Ball nach vorne. Ah, aber das müsste Ecke geben, denn Cialinecki ist der Letzte, der am Ball ist. Vor dem annahmebereiten Gütschlü. Ecke von links, folgerichtig für die Heimmannschaft hier, für die Mannschaft in dunklen Spielkleidung. Da wischt nun der Eckballschütze hier von links. Wenn noch was gehen soll, dann müsste es langsam aber sicher mal eintreten hier. Zumindest der Anschlusstreffer. Davies bringt den Ball Richtung ersten Pfosten. Gütschlü köpft den links dran vorbei. Bosic war da sein Gegenspieler. Der hat ihn gut irritiert. Und Gütschlü muss sich hier den hämischen Gesängen der Kickers-Fans auf der Nordtribüne aussetzen. Flauder nun mit dem Abschlag nach vorne. Richtung Fetsch. Zweiten Ball erobert Gottwald. Das schlägt ihn erstmal einfach nach vorne. Ja. Dennis. Williams hier mal gut dazwischen. Es gibt einen Wechsel. Den hier, die Schiedsrichter, den anzeigt, ins Spiel kommen bei den Kickers. Die 24, Florian Bojai. Und für ihn vom Platz. Ja. Ende für Bosic hier.
Heute kein Tor, obwohl er schon 8 in dieser Saison gemacht hat. Aber hat das gemacht, was man von ihm erwartet. Und für ihn kommt jetzt Boyer ins Spiel. Ich nehme an, dass Boyer die Position vorne zentral einnehmen würde, neben Hussein Basic, und Fejc deswegen jetzt hier als Stürmer spielen wird. Vetter nun mit dem Einwurf. Lang. Firat bekommt ihn. Firat jetzt in der Box. Vetter bekommt ihn zurück. Ja. Das ist Boyai. In einer Verletzung wieder in den Kader gekommen ist und jetzt auch hier ins Spiel. Oh, Garcia wird da umgelaufen von Azuak. Aber kein Foulspiel. Das Spiel wird jetzt breit gemacht von den Kickers. Hier sehen wir Vetter. Boyai. Ja, man hat den Eindruck, er soll vor allem viele Ballkontakte mal bekommen. Hier beim Stand von 0-2. Sich ein bisschen wieder einspielen. Sehen Basic, Dennis. Jetzt hier passend klein, aber sehr kontrolliert spielen. Aber er geht jetzt mal links raus auf Marcos. Garcia bietet sich da an. Kriegt den Ball. Garcia. Dennis. Vetter, oh, sehr gute Ballannahme hier. Vorne Lauf ist gegen Williams. Gottfried muss ihm da helfen. Muss jetzt seinen Körper gegen Vetter reinstellen. Und macht das sehr gut. Einwurf für die Heimmannschaft. Ja, letzte Spielminute der regulären Spielzeit läuft. Wir werden auch den Schiedsrichter kurz beobachten, ob er noch irgendwas anzeigt von Nachspielzeit. Während bei den Kickers jetzt nochmal gewechselt wird, Elsamed Ramay kommt ins Spiel. Und positionsgetreuer Wechsel. Rafael Garcia räumt hier die linke Seite. Den man auch loben muss. Auch als für ein gutes Spiel einfach. Viel gelaufen, gut gemacht. Kann man mal neidlos anerkennen. So, Ramay jetzt also hier auf der linken Seite in den letzten Minuten dieses Spiels. Foulspiel hier von Hurst. Halte ich für ein Gerücht. Schiedsrichter schaut mal auf die Uhr. Wir haben den Schiedsrichter auch im Blick. 2 Minuten werden nachgespielt. 2 Minuten, meine Damen und Herren. Hier im Hessen-Derby beim Stand kurz vor Schluss von 0-2. Kickers wechseln jetzt auch noch ein drittes Mal. Da sehen wir Lukas Hermes. Der kommt ins Spiel nochmal für Serkan Firat. So, jetzt Boyai. Jeleniki. Flauter verspringt ja den Ball, aber Gütschl ist da einen Schritt zu spät dran. Der eingewechselte Ramay, aber hinter der Seitenauslinie. Savané versucht nochmal lang auf Gütschlü. Gütschlü wird jetzt unterstützt hier von Mangafić. Verlieren den Ball aber schlussendlich an Hussein Basic. Hier der eingewechselte Hermes jetzt am Ball. Dreht mal Richtung Mitte ab. Williams verfolgt ihn. Kriegen ihn aber nicht gestellt. Azuak bekommt dann schlussendlich den Ball. Und der lange Ball von Schrötter läuft in Seiten aus. Ball ist jetzt wieder im Spiel. Boyai versucht nochmal Ramay einzusetzen, aber der steht im Abseits. Im Abseits. Schiedsrichterassistent Kern hat das gesehen und das, ihr habt es vielleicht gehört, war der Schlusspfiff. Timo Lemle hat das Spiel hier beendet. Das Spiel endet mit 0-2 aus Sicht des FSV Frankfurt. Tore erzielten
Tuna Deniz in der 23. Minute per Elfmeter und ein Eigentor von Ayew Savané in der 49. Spielminute. Und damit endet das Spiel hier 0-2. Das letzte Spiel der Hinrunde, damit ist die Hinrunde auch beendet. Ja. Wir danken uns erstmal bei unseren Partnern, die heute auch wieder weiterhin die Mannschaft unterstützen und den ganzen Verein. Ja, was kann man zu so einem Spiel sagen? Es war ein gutes Regionalligaspiel. Unter den Bedingungen, auch unter den Wetterbedingungen, es ist echt eine schleichende Nässe, die hier langsam auch die Tribüne hochkommt. Ja, was kann man aus Bornheimer Sicht sagen? Die Kickers waren heute die komplettere Mannschaft und haben das Spiel verdient gewonnen. So, das ist erstmal der erste Satz. Der zweite Satz ist, ich finde, der Elfmeter war fragwürdig. Also beide Tore eher unglückliche Gegentore, sowohl der Elfmeter als auch der das Eigentor von Savané, das dann zum 0-2 geführt hat. Ansonsten, wie gesagt, die Kickers, die bessere Mannschaft heute, mehr Spielanteile, gefährlicher nach vorne, FSV hat ein paar sehr gute Chancen gehabt, mit Güçlü ein, zweimal in der Box gewesen, mit Hodja mit einem sehr schönen Schuss, aber schlussendlich lässt das nicht davon, sollte man sich davon nicht beirren lassen, dass heute hier die bessere Mannschaft gewonnen hat. Die harten Wochen gehen auch weiter für den FSV Frankfurt. Als nächstes kommt Ulm hier an Bornheimer Hang. Und zwar am nächsten Samstag um 14 Uhr. Die Kickers spielen als nächstes am Mittwoch um 18.30 Uhr beim 1. FC TSG Königstein im Hessen-Pokal in der Runde, die der FSV Frankfurt ja schon in Griesheim überstanden hat. Und hat dann ein Auswärtsspiel im Saarland in Homburg. Wir wünschen den Homburgern dabei, wie immer. Viel Erfolg! Ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen. Wir wünschen allen eine gute Heimreise, die heute hier am Bornheim Hang waren. Bleiben sonst alle gesund. Bitte informiert euch auch für das nächste Heimspiel gegen Ulm vorher auf der Seite des FSV Frankfurt über die geltenden Hygienekonzepte, Hygienemaßnahmen. Das ist wichtig. Bleibt gesund. Ja? Und überlegt euch wirklich, ob ihr nochmal auf den Weihnachtsmarkt gehen müsst oder nicht. Bleibt mir noch viel zu sagen. Die Regie sagt nein. Ich soll schlimm im Kopf, während die Kickers hier nochmal einen Kreis gebildet haben. Die Spieler und die Verantwortlichen der Mitte und jetzt gleich bestimmt nochmal hier Richtung Fanblock kommen. Während die Südtribüne sich relativ flott, muss man auch sagen, geleert hat. Aber das ist bei diesem Spielstand heute auch nicht anders zu erwarten gewesen. Wir bedanken uns an dieser Stelle von hier oben bei allen, die eingeschaltet haben. Wünscht euch noch einen schönen Sonntagabend. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns nächste Woche hier an gewohnter Stelle gegen Ulm wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Jörg. Dieser Livestream wurde präsentiert und unterstützt von Dietrich Personal Consulting. Classic Partner des FSV Frankfurt.